Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wende 1974 und ich muss mal selber hier alles mal ein bisschen leiser machen, weil sonst höre ich mich hier doppelt und dreifach. Das ist auch nicht so gut. Ihr werdet schon sehen, wir sehen alles schon doppelt und dreifach. Wenn man so will, das ist ein bisschen Inception, Kommentar-Inception, wie man möchte. Das ist Kommentare kommentieren 16. Ihr seht schon Toll, jetzt schreibt mich einer auf Facebook an, dass Lichterfest ist und dass das irgendjemand vom Balkon genießt. Ja, das ist spannend. Vielen Dank auch für solche wichtigen Informationen. Vielen Dank. Super. Das hat uns sehr weitergeholfen. Damit ist der Amazonas ja schon fast gelöscht. So, Hashtag Ironie. So, also wir machen Kommentare kommentieren 16. Warum tun wir das nochmal? Weil in diesem Video es irgendwo eine Stelle gab, wo irgendein Sound getriggert ist. Und lustigerweise lässt mich YouTube, man kann ja das ja ausblenden und sonstiges, nicht machen, weil das scheint ein manueller Claim zu sein. Das gibt dann immer wieder extra Regeln. Ich habe ja noch einen anderen manuellen Claim, da kommen wir auch noch zu, nämlich bei dem Disney-Samba von Aladdin. Alles andere ist dann mittlerweile sauber auf diesem Channel. Was wir auch noch machen müssen, aber das werde ich wahrscheinlich gleich einfach lustigerweise dann gleich für euch dann morgen machen. Es gibt nämlich noch zwei Retro-Börsen-Videos, die wir eben schnell neu vertonen müssen. Das, denke ich, ist ein schönes Spielzeug für morgen. Und dann können wir auch loslegen. So, ich lasse das laufen, werde dann wahrscheinlich auch irgendwann meinen Senf dazu geben. Und die Chance, dass ich irgendwie das Video unterbreche, ist wahrscheinlich nicht so wirklich unwahrscheinlich. Deswegen gehe ich davon aus, das Video, seht ihr, ist bei einer Stunde vier. Da ich aber jetzt schon sabbel bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, gehe ich davon aus, dass das länger wird. Für euch als Geschichte, die ihr das jetzt seht, also dieses Video kriegt ihr auf YouTube relativ aktuell, weil ich es dann eben gegen das andere Video, was ihr jetzt gerade da seht, was ich jetzt neu vertone, austausche. Wenn das gelaufen ist, dann kommen auch die anderen Kommentare kommentieren. Es sind aber Prinzip, lass mich lügen, vier Videos, die jetzt noch fehlen. Also das ist nicht so Gedönse. Dann kann ich euch auch nochmal was zeigen. Neue Kanalkommentare, das sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen scheiße aus. Seht ihr, haben wir sage und schreibe 5. Die würde ich wahrscheinlich gleich mit einfach einbauen, wenn wir fertig sind. Weil das ist jetzt nicht so spannend, weil ja, der BVB hat 3-1 verloren und richtig scheiße verloren. So, gute Laune. Sind übrigens bis jetzt nur 48 Aufrufe in diesem Video, aber das ist ja weg. Braucht euch nicht mehr kümmern, weil das ist gleich eh gekillt. So, aber ich gebe mir jetzt erstmal ein Like. Ich fand das Video toll, glaube ich. Und dann legen wir mal los, was er erzählt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wende 1974. Soweit richtig. Und die Musik ist richtig gut, wenn ich das mal sagen darf. Prime dafür hast du ja auch einen Claim gekriegt, du Birne. Muss ich auf jeden Fall machen. So, erzähl, mach hin. Im Alpha-Schief redet man gerade im Real immer an. Das ist kein Problem mehr, weil der Real wird ja bald verkauft. Hashtag Metrowitz. Da ja. Gehe ich doch lieber zu Netto. Finanzen weiter. Venom auch. So. Ich bin euer Mr. Wende 1974, herzlich willkommen bei Kommentaren. Ja, richtig, ist er. Ich frag mich nicht nach der Nummer, das wird aber auf jeden Fall passend auch im Video stehen. 16. Wir haben ungefähr einen Monat aufzuholen. Let's do this fucking shit. Genau, ihr seht übrigens, ich mach mal hier dann kurz die erste Pause. Das ist vom 17.09.2018, ist es hochgeladen. Von wann das Original ist, keine Ahnung, weiß keiner. Konnte ich auch nicht mehr rausfinden. So. Isabella fängt gleich an. Die ist auch im Stream dabei. Die kann jetzt sich selber toll finden. Beides übrigens. Gerade hier, gerade da. Stream Inception sozusagen. So, Isabella schreibt, wo habe ich das schon mal gesehen? Ich habe auch ein Déjà-vu. Auf Twitch. Lol. Roffel. Komm, Roffel XD. Du hast Roffel XD vergessen. Lucky's Vibe. Ist mal eine gute Frage. Weiß ich gar nicht, was sie noch macht. Muss ich auch mal wieder nerven. Auf jeden Fall wollten wir, glaube ich, sie sagte, glaube ich, irgendwie, man sieht sie, glaube ich, dann beim Spektakulum im Winter, glaube ich. Ist übrigens so, nicht passiert. Spielen, nur mal so eine kleine Anmerkung am Rande. Spielen ja gar nicht. Haben wir noch Quest. Was vor? Die haben Angst vor dem Fuchs. Egal. Bin schon gespannt, wie gut du die Hölle, die Höhle, die Hölle hinter dich bringst. Hauptsache, Hölle, erst mit der Routine spielen. Zess, zess, zess.
Hallo. Übrigens morgen, ich unterbreche das nochmal, das wird wahrscheinlich gleich öfter passieren. Wo ihr das jetzt seht, verrückte Welt, also wie gesagt, ihr könnt euch helfen. Dortmund hat gegen Union 3-1 verloren. Jetzt könnt ihr das Datum raten, ihr da draußen, ihr pfiffigen YouTube-People, ihr Peeps. Morgen sind wir, der High Retro Game Lord ist ja gerade dabei, der ist auch dabei. 11 Uhr in Hagen übrigens. Gucken uns morgen Steampunk-Con an übrigens. Da ja, ich glaube, den TR Night werden wir auch nicht mehr sehen. Braucht er auch mal ein bisschen Spaß. Das ist vielleicht auch für seine Gesundheit nicht so verkehrt, wenn man die letzten, ich glaube, das seht ihr auch noch bei Kommentaren so. Kommentieren in weiteren Teilen, was mit ihm passiert ist. Ich bin TR Night und mach dich zum Star. Yes! So, der Retro-Pionier. Hallo Mr. Wendeme, ich wollte mal wieder einen Kommentar da lassen. Lebst du noch oder bist du schon erschwitzt? Naja, geht so, ne? Momentan fordert das Filme-Hobby bei dieser Hitze echt sein Tribut. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß weiter mit Annas Quest. Schöne Serie, viel Grüß vom YouTube-Kollegen und treuen Fan Retro-Pionier. Grüße. Was macht zurück. Der Retro-Pionier eigentlich aktuell? Das ist mal... Also eigentlich müsste man sich die Videos öfter angucken und sagen, was ist da denn passiert? Geschmack. Richtig. Habt ihr. So, nochmal Isabella. Großes Lob hier. Um das Thema des Big Props und so. Spiel noch einmal aufzugreifen. Es bringt wirklich nichts, sich alles bis zum Ende aufzuheben. Vor allem, wenn man es am Ende auch noch braucht. Auch nicht braucht. Dann lieber im vernünftigen Maß benutzen oder ausgeben. Dann hat man wenigstens was davon. Danke. Bevor der Pfeifenkorb hier der Vergangenheitsvenom irgendwas erzählt, was sowieso belanglose Scheiße ist, ich kenne ihn ja. Ja, das wird nicht nur ein schlechtes Jahr für den BVB, sondern wenn man ein bisschen das mitgekriegt hat, auch von den Highlights, kann man sagen, es wird schon wieder der FC Schrott Meister und die Liga braucht mich nicht mehr anzugucken. Also wir brauchen keinen Videobeweis, sondern das ist gekummelte Scheiße. Das sind schlimmere Surprise Mechanics als bei 2K NBA 20. So, jetzt ist es raus. Aber Spaß beiseite hier mit dem, er wird gleich den Too Good To Use Club, ich kenne den Pfeifenkopf, ja. Ich bin mit dem alt geworden, diesen Pfeifenkopf da. Wird er gleich erwähnen, aber es ist immer so, ich habe genug Games und das sehe ich auch noch, wenn ich alte Safe-Games mir angucke. Ich glaube, da würdet ihr sagen, warum hast du die nie rausgehauen? Ja, warum? Muss man nicht. Das ist genauso wie bei Secret of Mana. Ich glaube, ich bin so ein Sparfuchs, weil, warum? Du bist irgendwann so Masters overleveled, du bist so OP, du musst es eh nie nutzen. So, und jetzt laber mal weiter, du Pfeife. Nein. Nein. Doch. Nein, nein, selber. Nein. Zweimal nix, mehr als nix, du. Nix. Nein. Das sehe ich nicht so. So, Jörg, was sagst du dazu? Ja, tust du immer. Der Too Good To Use Club. Danke. Heißt SZ. Danke. Nicht ohne Grund so. So. Also, muss ich vielleicht kurz was erzählen? Tut er immer. Ich habe das, glaube ich, in dem Video erzählt. Deswegen passt das ganz gut, wenn ich hier nochmal genauso einen Quatsch erzähle. Final Fantasy VII ist das, was mir so am typischen Beispiel angeht. Und die Leute, die gesehen haben, wie ich das gezockt habe, also ihr konntet es jetzt nicht sehen, weil ich habe es auch nicht Let's Played, also die das privat gesehen haben, die haben mich dann gefragt, hey, du hast da 50 Millionen X-Potions, X-Elixier, Mega-Elixier und hast du nicht gesehen und Elixier, Elixier, Elixier? Und die haben gesagt, ja, aber du bist ja schon Level 100 und alles gemastert. Ich so, richtig. Und dann, ja, hast du das mal benutzt? Nee. Und Kikosha sagt immer so schön, der Too Good To Use Club, das sind Gegenstände, die sind viel zu gut, sie überhaupt zu benutzen. Jetzt sagt natürlich Isabella zurück, was soll denn der Scheiß, du kannst das ja nicht in den nächsten Teil mitnehmen oder kannst das nicht auf irgendeine Speicherkarte übertragen oder kannst dir dann, was weiß ich, irgendwie von Square Enix ein Stempelkissen holen mit, hey, ich war zu geizig, ein Elixier zu benutzen. Aber so spiele ich nun mal. Ihr werdet das mal sehen, wenn wir sowas mal rauspacken. Ihr werdet da wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch kriegen. Ihr werdet sagen, nimm endlich diese Scheißbauschen. Und der Venom wird's nicht tun. Nee, tut er auch nicht. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich haben sich ja schon bei Secret of Mana haben sich ja schon Leute aufgeregt. Na, nimm mal den ganzen Scheiß. Nein! Das muss man ohne schaffen. Wir können ihn den RPG-Schäuble nennen. So. So, mach weiter. Nächster Kommentar. Die Leute warten. Stream spielen?
Ich glaube, ihr habt da irgendwas gemacht, ja, ja. So, Maruzo, was habe ich das damals als 12-Jähriger gesagt? Eines der besten Spiele nach Manic Mansion. Dass ich immer noch richtig mal fertig machen muss. Ihr müsst immer noch bei 2 Beyond Top das richtige Ende kriegen, weil das habe ich bis heute nicht gelöst. Das ist kein Scherz. Genialer Soundtrack. Chris Hülsbeck for the win. Chris eben. Chris Hülsbeck kann alles. So. Isabella, ich sagte ja. Nicht so einfach das Rätsel des Teufels. Ich bin echt gespannt, ob du das wahre Gesicht des Teufels sehen wirst. Denn Hada. Ich glaube, das Hada. Kann man sogar verpassen. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, was das betrifft. Ich kann spoilen. Das LP ist fertig. Ich schaffe es. Das ist so geil. Du kannst dann so schöne Sachen erzählen, wie... Hab. Ich hab's gesehen. Ha. Ja, hast so. Du hast ja auch durchgezockt, du Pfeife. Das erste Achievement dazu fand ich geil. Ich auch. Ich auch. Venom steht auf dem Schlauch. Könnte dir jetzt auch nicht aus dem Stegreif helfen. Das passt schon. Lycola, fühle ich gegrüßt übrigens. Ich könnte ja nicht nur das Re-Let's Play in Japanisch machen, sondern das Re-Let's Play des Remasterten in Japanisch. Natürlich. Natürlich. Ich habe aber vor euch aber trotzdem gleich noch eine Idee. Mr. Esker, Remastered Idiot. This is an old version, but with 16:9 Mod. Dippy. Genau. Unwahrscheinlich mit falscher Herzzahl. It. Moment mal, wir schreiben es richtig. No, it isn't. Lol. It's. Ja, warte. Remastered. Mit Lootboxen. 1111 1111. Hättest du 11 schreiben müssen, du Bananenkopf, das ist ein Engländer. Die richtige Antwort. Oder meinst du 11, das Ölunternehmen? Tor? Wie Tor? Ja, sind 4 Tore gerade gefallen, aber auf der völlig falschen Seite. Also, wenn ihr gerade, spielt gerade Borussia Dortmund. So, Milan. Huhu, ich hab dich soeben durch dieses LP und finde dich echt total witzig. Du kennst mich nicht. Da gelassen und werd mal deine weiteren LPs durchforsten. Danke für die ganzen Lacher, das tut echt sehr gut. Und natürlich ebenfalls danke für dieses großartige Let's Play. Ja. Wir müssen, schreib du mal, du Pfeife, was wir auf jeden Fall mal machen müssen, wir müssen Manic Mansion mal live auf Twitch von A bis Z das einmal ist durch. Auch so was. Da hatte und mich schon wieder. Ihr entscheidet, wen ich nehme. Let's Play von Manic Mansion hier, was soll ich denn noch machen? Wir haben sogar die japanische Famicom-Version durch. Wir gehen Ideen aus. Bei anderen Games ist es ja ganz sinnvoll. Hier sollen wir Kyrenia oder sowas machen, dann ist das okay. Aber nochmal in Anführungszeichen, Manic Mansion, gibt nichts mehr. Das ist wohl leider wahr. Es gibt übrigens Castle. Grüße an den Hyretto Game Lord. Wie schon gesagt, haben wir da. So, zeige ich euch auch die nächsten Tage. Gerade beendet und für fantastisch befunden. Bleibt mir zu hoffen, dass Disney-Anwälte das Projekt nicht rechtsrechtlich einstampfen. Das hoffe ich auch. Fangames haben es ja bekanntlich nie leicht. Wir erinnern uns an das geniale Remake von Metroid 2. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, ob es schon was Neues gibt zu diesem Fangame. Nein, gibt's noch nicht. Wahrscheinlich, mit unserem Glück, tut sich wahrscheinlich auch nichts mehr. So, Soul Darkness. Ich habe das Spiel früher gesuchtet, Stunde um Stunde, hab's leider nie bis zum Ende geschafft, hab's noch original für NES zu Hause. Wäre super, wenn du dies spielst. Ich hätte da auch Bock drauf, aber ich hätte auch Bock drauf. Danke. Zwei doofe, ein Gedanke. Darf ich auch mal wieder vom Thema abkommen? Nein, hier, tust du ja nie. Das darf jetzt der Chat entscheiden. Ihr auf YouTube dürft jetzt einfach nur doof zugucken. Nein, du bist also immer am Thema. Was von YouTube ja will. Und du lässt dich auch niemals von irgendwelchen Sachen ablenken. Und wer Susan jetzt nicht kennt, googelt mal Susan YouTube. Ihr versteht den Gag, glaube ich. Gibt übrigens tatsächlich was Neues von Susan. Tut's euch nicht an. Ist unsere Chefin. Ist sozusagen. Die hat selber YouTube. Der Witz ist, das muss man dazu wissen, die hat selber nicht viel Ahnung von der Plattform. Die hat einfach den Chefposten gekriegt und hat noch nie wahrscheinlich in ihrem Leben ein Video selber hochgeladen. Und das merkt man auch sofort. So, soll ich jetzt mal kurz wieder off-topic gehen? Apropos, wo der ZF-Pro gerade unverschämt werde mit BVB und Fantasiewelt. Was ich mal vorhatte, das kann ich mal sagen. Der MS-Standard hat das ja mal gemacht. Der MS-Standard hat ja auch Mafia gemacht, aber wie gesagt, auch bei dem, was ich jetzt mache, hat das dann auch sozusagen nicht bis zu Ende gebracht. Da hat er ja auf Sensible Soccer eine komplette Season mit Dortmund gespielt. Ich glaube sogar 2 Seasons. Und hat tatsächlich nicht alle Titel abgeräumt.
Wenn ich das mache, dann bin ich natürlich noch ein beschissenerer Kandidat, als Uli Hoeneß das jemals sein kann und sage, ich hole nicht nur 3 Titel, ich hole nicht den Supercup, ich werde nicht nur noch Weltmeister, Europameister und was weiß ich noch. Gut, damals gab es, glaube ich, noch nicht die Nations League und was weiß ich. Ich gewinne alle Titel und erst wenn ich alle Titel gewonnen habe, trete ich ab und lass mich heilig sprechen. Wie gesagt, ist geplant. Vielleicht mache ich das tatsächlich nochmal, weil ist nicht so schwer. Und meine Lucien Favre-Inspiration mit, wir haben 11 Spieler, die wir heute auf das Feld schicken. Und die 11 Spieler werden höchstwahrscheinlich 2x45 Minuten spielen. Und die bessere Mannschaft wird sicherlich gewinnen. Großartig. Ich könnte für ihn Interviews schreiben. Und deswegen, da hätte ich also sicherlich Bock drauf. Und vor allem, da kann ich mich auch wieder wunderbar aufregen, was ich ja nie tue bei Videospielen. Ich bin ja immer die Ruhe selbst. So, mach weiter, unterhalte mich. Hi, Retro Game Lord kennt das. Wir kennen unsere Susan, ne? Wir wissen, von wem wir unsere Content-Treffer kriegen. Wir wissen das. Die süße Susan. So, mach nächste Kommentar. Jetzt hört er gerade mal ein bisschen Musik. Jetzt tut er so, als würde er da als Hipster irgendwie... Irgend so ein 8-Bit-Geschrammel sich antun. Machen wir weiter. Wo ist er? Gerade auf dem Klo? So, ich soll off-topping gehen. Der Spielende, auf den ist Verlass. Also, ist ja Shadowrun. Und ich habe tatsächlich jetzt mal die Chance gehabt, ich konnte mich mal mit Shadowrun Schatten über Deutschland beschäftigen. Immer noch sehr zu empfehlen. Weil wir erinnern jetzt. Es gibt 2011, oder beziehungsweise seit 2011, ich weiß nicht, wer es genau gemacht hat. Ich wollte mich da mal einarbeiten. Hat er bis heute nicht. Eine unglaubliche Expansion zu Shadowrun nur für Deutschland. Also wirklich unglaublich detailverliebt. Unglaublich geil gemacht. Also wieder mit deutscher Präzision. Ihr werdet alle eure Städte ungefähr wiedererkennen. Außer vielleicht die Freunde im Saarland, weil da ist halt kein Reaktor hoch. Das war, glaube ich, 2006, glaube ich, im Game, glaube ich. Und die haben das alles komplett durchgespielt. Die spielen, glaube ich, entweder im 2067 oder sowas, sind die, glaube ich, im Zeitalter von Shadowrun. Und ja, Schatten über Deutschland ist, müsste man machen, muss ich vielleicht euch mal auch mal irgendwie in einer stillen Stunde mal zeigen. Ist richtig geil geworden. Also ganz ehrlich, das ist wirklich Blade Runner Perfektion und das wirklich in Städten, die du kennst. Ist auch sehr Cyberpunk-lastig. Die Leute, übrigens, die das nicht kennen, Grüße an die Witcher-Macher. Boah, wer ist denn nochmal? Krupp, Dingenskirchen, Saender Krupp, ne? Ja. Glaube ich. Boah, das ist der Drache. Ich glaube, ich spoil jetzt mal. Egal, auf jeden Fall, das ist ja der Superkonzern aus Essen. Logisch, ne? Krupp, halt, ne? Und, müsst ihr euch vorstellen, wie die Erfinder der Matrix so ungefähr. Und darum hat sich sozusagen das Ruhrgebiet und das Rheinland verändert. Ist richtig putzig. Ja. Der Knuffel kennt das. Genau. Aber wo ist eigentlich der Knuffel? Ne? Genau. Ah, ich erzähle das gerade so aus dem Gedächtnis. Den sehen wir auch schon ein paar Tage nicht mehr. Richtig gut. Richtig, richtig gut, also was die da gemacht haben. Ja, und richtig, richtig gut. Ja, komm, du bist der Allergrößte. Du bist super. Du bist toll. Weiter. Wie geil ist das? Genau. Schredderkrupp. Ja, so fast. Ja, ganz ehrliche Organisation, die. Und irgendwie kein Multiplex-Konzern in Shadowrun ist nett. Also richtig, richtig geil. Also, erklär mal eben kurz. Wenn ihr Bock habt, ein RPG zu zocken, wo man natürlich ein bisschen lacht, weil, wie gesagt, du erkennst alles wieder. Ne? Das sind wirklich Orte, da bist du gewesen. Ja, das ist dann nicht so unbedingt so der Fantasy-Touch halt. Ich könnte jetzt unter uns was sagen, aber... Ganz lustig. Ich weiß ja, wo er war. Richtig geil gemacht, richtig geil gemacht. Also wirklich... Und Hauptsache, er hat danach in die Hände gewaschen. So, mach weiter. Kannst du mal gucken, wenn du das Quellenbuch noch irgendwie... Ich glaube, das war 2011. Auf jeden Fall, die haben das irgendwie 17 Mal... Ist das eigentlich ein Product Placement? Ich denke, du willst hier Kommentare kommentieren machen. Wow, ist das gut geworden. Ja, super, großartig. Fette so, Props, weiter. Die Zutaten hast du ja schnell rausgefunden. Mal sehen, wie schnell es weitergeht. Ich weiß es. Nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Doch, du bist ja erst ja durchgespielt. Das war übrigens die Zeit, ich habe jetzt mittlerweile die Thumbnails korrigiert, das war die Zeit, wo das Arschloch keinen Bock mehr hatte, sich um die Thumbnails zu kümmern. Ich möchte das einfach mal kurz sagen, dieser faule Sack. So. Ich habe die Drecksarbeit gemacht. Ich. Gianluci. Und was kriege ich als Gavaracci. Dank? Nix. So.
Batman is playing Galga. Nee, Galaga. For the unknown is, but we did. Tony Stark. Ja, hat er. Hat er. Hat er. Lief im Hintergrund. Tony knows best. Ist tatsächlich so, weil Avengers spielt einer Galaga. Ist kein Witz. Meinst so, du, kommentierte ja, Kommentare sagen, kommentieren? Wobei 3K ist gefährlich, glaube ich. Nicht im Stream gemacht 4K hast, ist wieder in Ordnung. Besser gefallen. Du hast da viel mehr erzählt, aber trotzdem sehr schön. Okay. Das heißt, Isabella, ich sollte mehr Streams machen. Dir ist schon klar, Vorsicht, was du haben willst. Das sollte ich ja können, glaube ich. So, jetzt kommt wieder Greg Zombie, 9 Tonnen. Yes! So, blip. Voll das Geilste ist, wenn man antwortet im Stil, was der Pfeifenkopf gerade macht, du kannst selber dich selber als Spam markieren. Das könnte ein auch das geht nur bei YouTube. Sein. Ja, ist echt gelungen. Wobei, hier immer nochmal der Rant ist. Grüße übrigens an den Herrn Rimtour, der wahrscheinlich jetzt gleich, wenn er das Video sieht, wieder bei der Arbeit denkt und jetzt labert er noch mehr Scheiße, als er sowieso labert und das jetzt noch Stereo. Was, Lavert studiert Medizin? Ach du heilige Scheiße. Und Sam und Max haben ein Cameo, wie geil. Das war geil. Das hat übrigens einer bei den Kommentaren, wenn wir gleich zu den neuen Sam springen, hat einer tatsächlich rausgefunden, geil. Dass bei dem Fan-Remake zu Loom Sam auf dem Tisch steht. Nee, Moment, Max ist der Hase, ne? Max auf dem Tisch, ja. Nee, ist doch, ne? Max ist der Hase und Sam ist der Hund. Mal Haribo. Oder umgekehrt? Ah. Falls ihr Freunde von Disney gerade viel Zeit habt und Videos händisch klemmt, vielleicht könnt ihr mir diese Video ne, Antwort schicken. Andere sind in die Disco gegangen und am Wochenende ich habe Kaiser gespielt. Zu Recht. Genau. Und damit ist auch was aus dir geworden. Galgeninspektorin ist natürlich ein geiler Beruf. Sag mal, holst du dir eigentlich die Mega Man X Legacy Collection nur so neugierigerweise? Ja. Die gibt's bei uns leider nur digitell. Ja, habe ich vor. Ja, brauchst du nicht, weil in Duff Europa also, gibt es das nur digitell. Mega Man Legacy Collection und Legacy und Mega Man X gibt's dann auch noch zu. Das ist die Mega Man X Legacy Collection. Hast du nie gelesen? Moment. Stopp. Langsam. So, also, kurze Korrektur. Es gibt eine Mega Man Legacy Collection für, ich glaube, 1 bis 6 und dann, glaube ich, 7 bis 10. Mega Man 11 gibt es ja jetzt mittlerweile auch. Und dann gibt es eine Legacy Collection. Die haben sie, glaube ich, auch noch mal halbiert. Und zwar mit den Mega Man X Games. Erzählt ja eine Scheiße hier. Hat der irgendwie jemals was mit Games zu tun gehabt? War der früher bei der GameStar oder was? Als du ungefähr gekommen bist, ungefähr aufgenommen. Habe ich erzählt, ja, genau. Also ich bin echt gespannt, wie du dich in diesem Kapitel anstellst. Scheiße. Ich auch. Aber er spielt's trotzdem. So. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich muss mir den Scheiß ja manchmal angucken, um den Titel zu generieren. Ich leide Höllenqualen. Ihr glaubt das gar nicht. Das ist ein Teufelskreis. Next, komm, machen wir einen Witz. Smoke, weed, all day. Was der Lycolove sagt, ja, es gibt eine Mega Man Anniversary Collection. Ich glaube, die gab es für den GameCube und für die PS2, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die für die Xbox oder für die Xbox 360 auch gab. Die gab es, glaube ich, auch nicht in Europa. Wenn ihr die kriegt und eine PlayStation habt, die auch Region Free habt, die ist, Anführungszeichen, besser vom Content als das, was sie dann später mit den Läden. Aber das ist typisch Capcom. So, nochmal der Rimtor. Oh Mann, bin echt gespannt, wie es weitergeht. Schon ziemlich niederschmettern das Spiel. Oh, ja. Ach, das hat doch auch ein Happy End. Die kriegen sich alle. Das ist wie in jedem guten Porno, die werden heiraten. Da ist die Kritik. So, da macht ihr gar keine Sorgen, das geht alles gut aus, das sind Videospiele. Ja, ist klar, komm, kriegst ein Herz dafür. Wieso habe ich denn meinen eigenen Scheiß kommentiert? So, dieses fette Stück Scheiße springt auf die Musik, auf den Räucherduft nicht an. Was mache ich falsch? Wie redest du? Jetzt wird's doch schlimm, Mutter? Bestimmt. Das war klar. Ich dachte eher, jetzt kommt ein Witz mit Rainer Kallmund, aber. Ja. H.
Hi Lars, naja, jeder braucht doch mal eine Pause und ich freue mich, dass es jetzt schon wieder weitergeht mit Ernest Quest. Und das mit dem Cut machst du ja sehr gerne. Aber ich schaue mir den nächsten Part an. Vielen Dank. So viele Leute haben sich gar nicht beschwert, wenn ich böse Cuts setze. Also so gesehen, ich gehe davon aus, die meisten Leute kriegen das gar nicht mit, weil entweder sind sie schon im Koma oder im Bett oder total bekifft, wie halt der typische YouTube-Zuschauer. Hinter dem Tollhaus ist doch nicht neu. Was? Für mich schon. Was? Ach so, das war der Pfeifenkopf, der mir sagen wollte, dass man nicht hinter... Doch, das konnte man vorher nicht, du Birne. So. IQ 45 wahrscheinlich, ne? Ja, und Birn, was sagen Heini. Sie, dass man nett und verschleimt kommt schon wieder doch gut voran. Und keine Sorge, ich bleib treu. Das freut mich. Das ist gut so. So. Ich kann übrigens den Galvatrons, wurde das gerade... Der wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht sehen, weil er dann auch denkt, warum machst du das Video nochmal? So. Mustafa 1611, the Wall of the Jeopardy. Ich mache noch ein paar Unboxings auch mal für dich. For the win! Ja, ja. So. Retropinion hier, einmal guter, auch wenn ich beim Livestream nicht dabei war. Du bekommst zumindest einen Daumen hier im Opium. Liebe Grüße. Grüße jo, zurück. Danke. Ja. Habe ich zweieinhalb Stunden habe ich da irgendwo gesammelt? 2 Stunden 30 Podcast. Kannst du öfter machen. Das guckt sich doch auch keiner an. Habe ich 2,5 Stunden? Ich kann doch gar nicht 2,5 Stunden reden. So. Da fällt mir doch gar nichts mehr ein. So, Biktum. Ich würde nicht einfach alle Waffen einsammeln, sondern nur die, welche dir gefallen, mit denen du am besten klarkommst. Zu erkennen an der Nummer auf dem Item. Okay. Ach, der stimmt, da habe ich das Game gezeigt, was sie irgendwie bei eBay teuer vertickt haben, ne? Ja, genau. Der Trump macht das. Achtung, Trump-Witz. Kommt nie in die Jahre. Ist immer politisch korrekt. So, Snake zockt. Wie Snake-Auflösung hast du mich gerade gedisst? Yay. Yeah. Spuffert? Also es sollte eigentlich sauber laufen. Ich guck gerade mal. Ich wurde von einem Prominenten gedisst. Also mein Video zum Waterpolo ist noch viel schlechter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Waterpolo muss ich euch auch nochmal zeigen. Aber ich muss ja auch nochmal irgendwie eine Sportmonat machen. Schlimmste. Und dann tun wir mal Waterpolo auch nochmal. Die Leute haben sich aufgeregt über das Game. Wie ich das da hinstellen würde, was ich denn da für ein Video machen würde, so, was ich denn da für ein Schwachkopf wäre. Das ist ein Scheißspiel. Ist besser als das Original, was den Humor angeht. Und ich liebe den schwarzen Humor auch. Gut zu wissen. Ja, Sam & Max ist Glaubenssache manchmal. Es gibt Sachen, die funktionieren, es gibt Sachen, die funktionieren überhaupt nicht. Notiert. Also ich habe die Teile da, das ist kein Thema. Ja, haben wir. Und die werden wir uns antun. Irgendwann mal. So, Orbit. Man ist sich selbst meist der schlimmste Kritiker. Besonders, wenn man sich Schnitt mit seinem kreativen Ergüsten stundenlang auseinandersetzen muss, kommen immer wieder Schübe an Zweifel der Optimierungswahn. Aber sei dir gewiss, deine sonore Stimme ist ein absolut beständiger Gefühlsgarant. So, was wollt Hallo? Ihr trinken? Hallo, euch gefällt meine Stimme. Hallo, ich bin's, der Venom. Liebe lange Spaziergänge im Mondschein und so. Spreche gerade in ein rotes Mikrofon, das Sie hier auf dem Amazon-Link kaufen können. Das ist ja gar nicht Secret of Mana. Mana, Mana, du, du. Mana, Mana, du, du, du. Jetzt redet der High Retro Gimlot über Spieltiefe bei Waterpolo. So tief Mana, ist es schon Mana, gesunken. Mana, na, na, na. Und da wundert ihr sich, dass das Waterpolo auch Lootboxen hat. So. Alpha gefunden. Wie Alpha gefunden? Beta geschluckt. Stimmt, der Alpha ist wieder gar nicht nah, die alte Nase. So. Da war heute wieder nicht raus oder so. Ich freue mich auf das LP zu Super Seducer. Kann ja vielleicht noch was lernen. Ja, Alpha, stimmt, da war ja was. Ist genial. Das wird wahrscheinlich mir Isabella ein Leben lang übel nehmen, aber ich tue euch das nochmal an. Bei der Armee. Ich muss euch das antun. Weil, wie schon gesagt, jeder Let's Player, der es angefangen hat, keiner, und ich betone, keiner hat es durchgezogen. Nicht einer. Holen, alle beide. So, verstanden. Ich glaube, die erste muss ich sogar haben, glaube ich. Nee, hast du nicht. Du hast die Nicht-Ex. Du. Spielzeuge für. Nee, erläutert das mal genauer. Kriegt man die bei Toys R Us? Mach mal ein Video zu. Toys R Behind. Und mal so einmal, hör auf deine alten Videos so schlecht zu reden. Die sind immer noch gut.
Dann halt. Ich hab einen super geilen Witz. Toys a Anus. Er ist geil, ne? Er ist geil. Also der Venom, muss man sagen, der kann nix, aber lustig ist er. Lustig ist er. Mach dir keine Sorgen, der Super Seducer, der kommt irgendwann. Also irgendwann ist der auch dran. Also mach dir da keine Sorgen. Weil, dass der, also wenn ich da kurz was zu erzählen darf. Das Game ist ja auch nicht wirklich lang. Du hast, glaube ich, bei jedem Teil, ich weiß nicht, 10 Kapitel oder sowas. Und ein Kapitel, das haben wir ja gesehen, ist ungefähr, wenn du jede Scheiße ausprobierst, 30 bis 40 Minuten. Also wenn man wirklich, weil nicht Wochentonus das durchgeht, dann ist das auch so machen. Das würde ich also auch in so einem Kapitelformat machen. Und dann tut es auch Isabella nicht ganz so weh, wenn sie dann mal irgendwie eine Stunde weggucken muss oder was weiß ich, über den Oberschnösel da göbeln muss. Ich werde sowieso meine genug dummen Sprüche machen. Also der zweite Teil ist deutlich selbstironischer, das kann ich schon mal sagen. Also er hat, dieser Fritze da im Video hat gelernt, was vielleicht nicht so gut ankam am ersten Teil. Und der dritte soll, also was für die Trailer gesehen ist, der dritte nimmt sich gar nicht mehr ernst. Das kann eigentlich was werden. Es gab zum Beispiel mal, wahrscheinlich außer dem Haretto geblaut, kennt das kein Mensch. Es gab mal ein PC-Game Man Enough. Das habe ich irgendwann mal bei Karstadt geholt, vor grauen, grauen Zeiten. Ich kriege es aber irgendwie nicht mehr auf DOS-Boxen und so zu rennen, weil da irgendwas auch war mit Kopierschutz und hast du nicht gesehen und willst du gar nicht haben. Da hattest du, glaube ich, 5 Mädels, denen du da irgendwie so einen interaktiven Visual Novel auch irgendwie was erzählen musstest. Und du wurdest eigentlich nur von A bis Z verarscht. Auch das Ende war eine pure Verarsche. Und so ungefähr muss man sich wahrscheinlich den Super Seducer 3 dann vorstellen. Also deswegen. Aber ja, wenn Gronkh hat es nicht überlebt, gut, wenn ich jetzt sage, Pro Jared hat es nicht überlebt, wird es ganz lustig. Es ist dann mehrdeutig, glaube ich. Ich glaube, wer hat es noch gemacht? Hat es Matt Shear noch gemacht? Auf jeden Fall noch ein paar große Amerikaner haben es gemacht. Also, und keiner hat es durchgezogen. Also entweder die haben nur die Testversion gerichtet für 2, 3 Kapitel. Weiß man nicht, werden sie uns ja nicht erzählen. Aber die sind dann irgendwann darüber gestolpert. Und ich zieh's durch. Authentisch, was? Lange bevor du zu dieser hochnäsigen Promi-Attention-Whore wurdest. Also wirklich. Promi-Attention-Whore. Das heißt doch jetzt Influencer, oder? Also, Gesundheit übrigens. Jetzt bin ich eingeschnappt. Nein, ich werde es machen und ich werde dich vorwarnen. Da mach dir keine Sorgen. Und wie schon gesagt, du musst dann wahrscheinlich nur kochen und 7:16. Das wird lustig für dich. Er hat sehr wohl gesagt, dass der Stream bis 32 Uhr geht. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er? Jetzt können wir mal Hochdeutsch gehen. Hat er wirklich so eine Scheiße erzählt? Weil Fake es gibt, News. Also für Leute auf YouTube, hier eben kurz eine Geschichte, es gibt keine 32 Uhr. Weil der Tag hat nur 24 Stunden und Sie in 24 ist keine 32 drin. Zu filmen. Nehmen Sie die Kamera aus meinem Gesicht. Ich habe das ich vergessen? Stimmt. Ah, hat der Leikolaf sich durch das Game geprügelt? Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, du bist doch kacke, YouTube. Muss ich das erst löschen? Muss ich mal einen Kommentar löschen? Jetzt ist er sauer. Plumbers Downwear Ties ist Kult. Wie schon gesagt, wenn ich das tatsächlich mal irgendwann YouTube im Original sehe, so, ich will das in der Sammlung haben. Hab ich gesagt, Night Trap habe ich ja immerhin schon. Ich in der Final Fantasy Reihe bin, vor allem Final Fantasy 9, also loswerden. Ein LP dazu. Ich hatte wirklich 32 Uhr, dann möchte ich mich persönlich bei euch entschuldigen. Das ist ein Fauxpas. So lang. Das kommt nicht weiter vor. Ich muss jetzt nicht hoffentlich vor irgendeiner so Ethikkommission, das geht ja in letzter Zeit mittlerweile ganz schnell bei falschen Aussagen. Aber Final Fantasy 7 war sehr schön und ich freue mich schon auf das Remake, wenn es dann in. Meinst du, wir werden es noch erleben? Also, 20, richtig. Lurchosaurus war nicht mein Fall. Meiner auch nicht. Meiner auch nicht, danke. Obwohl ich Vincent als Charakter ja ganz gut fand. Und Crisis Core darf man nicht kritisieren. Zack ist einfach besser als Cloud. Yes! Guckt euch das Video vom Parappa mal an. Der zerreißt Crisis Core. Ja! Ich kann das bis heute nicht verstehen, aber es gibt eine Menge Leute, die sagen, Advent Children, super.
Dann gibt es ja noch diese Abläufer, die Last Order und was so, mir noch alles Final fällt. Von diesem ganzen FF7-Lore. Aber so Crisis Core, der größte Bullshit. Was sagst du eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Wir können ja mal einen Stream ein bisschen dazu holen. Was sagst du eigentlich zu der Laguna-Story bei Dissidea 2? Die war besser, ne? Aber ich mag den immer noch nicht. Nee. Immer noch der nicht. Der Rest ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mit dem Draw-System haben die mal was anderes ausprobiert. Ich fand das gar nicht verkehrt. Ich fand das gut. Fand das in Ordnung. Ich fand das echt gut. Musste man darauf aufpassen, wie man seine Zauber angeht. Aber es war mir egal. Ich habe meistens ohne Zauber gespielt. Wie denn? Du hast doch 3DO hast du da, weiß ich gar nicht, ob ich 30 Tage zusammenkriege. Das ist das Problem. Es gibt so ein paar Systeme, da werden 30 Tage hart. Sagen wir mal einen Tag. Aber zum 3DO würde ich gerne noch was machen. Außer FIFA. Da kriege ich ja wieder einen Strike. Moment. Knuffel muss ich mir mal eben kurz mal eben durchlesen. Moment. Jetzt liest der Chat. Jetzt soll Kommentare kommentieren. Jetzt liest der Chat. Auch nicht mein Ding. Als würde der Stell nicht was anderes machen. Überhaupt jetzt mach doch mal. Nein, Laguna ist auch kacke. Na, ich mach mal der ist auch richtig Isabella scheiße. Und dann ja, der 3DO hat mehr als 30 Games, aber die meisten kamen eben auch für andere Systeme raus. Und auf den anderen Systemen sind sie meistens besser. Das war mein Lieblingsteil, keine Ahnung warum, so früher kritisiert wurde, wie du sagst. Es wurde gehasst. Es wurde gehasst. Es wird heute noch gehasst. Ich mochte einfach das Gesamtpaket. Vor allem der Soundtrack hat es mir angetan. Rose of May ist immer noch eins. Der Soundtrack ist genial und auch die Grafik und die Zwischensequenzen super, super, super. Aber es ist wirklich eins der Teile, das wirst du auch irgendwo bei den ganzen Seiten sehen. Das ist kein Witz. Das wird eigentlich immer gern vergessen. Fast gehasst sogar. Also mit 4 haben sie sich angefreundet, mit 6 haben sie sich angefreundet, mit 7 haben sie sich angefreundet, dann kommt schon 10, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sentinos Lachen nervt. Final Fantasy XO fand ich persönlich sehr gut gemacht, habe ich gerne gespielt. Ja, ist halt Magic Girl Anime. Dafür war es geil. 10-2 war eben was anderes und daher echt putzig. War es wirklich. Ich meine, Teil 10 ist nicht scheiße, auch das muss man vielleicht meinen Leuten erklären, aber... Isabella sagt gerade, ich soll mal was zu FF-Games machen. Das ist übrigens ein schönes Podcast-Thema. So, fand ich nicht so. Ich muss unbedingt mal richtig, wirklich klassische Podcasts machen, wirklich. Wo wir irgendeinen Blödsinn machen und dann doch mal. 13 wieder verworfen, aber trotzdem hat Final Fantasy ja auch wieder verbessert eingeführt. Belserion kenne ich nicht für den 3DO übrigens. Also es gibt eine Menge Sachen, die ich für den 3DO nicht kenne. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, 10 Games, glaube ich, für meinen 3DO. Ich habe gar nicht so viele. Ken Forder fürs 3DO ist ganz putzig zum Beispiel. Nein. Es ist klar, dass du das absichtlich verstehst mit wegmachen. Das war so klar. So, das hat Knuffelin geschrieben. So. Da wird übrigens gerade im Chat, das sehe ich gerade, der Alpha gegrüßt. Den Alpha können wir heute nicht grüßen. Die alte Bananennase ist ja schon wieder nicht da. Grundsätzlich gibt es keine neuen Copyright-Regeln. Es sind die gleichen beschissenen Regeln wie immer. Sie sind genauso bekloppt wie immer, Claims, ja. Natürlich kriegst du deine Sachen und wenn es irgendwann mal den Upload-Filter geben sollte, wie auch immer er dann aussieht, dann bedeutet ja, dass der Treffer ja vor dem Freigeben kommt. Also kurz für die Leute, die noch nie ein Video auf YouTube gemacht haben, du schickst das Ding hoch. Ja, das Sailor Moon für ein 3DO ist richtig. Dann fängt er an zu verarbeiten. Das heißt, der rechnet das auf sein YouTube-Format um. Dabei holt er schon mal die erste Prüfung rum, dann macht er sozusagen schon die erste Prüfung nach irgendwelchen Filtern und sonstiges und nach irgendwelchen Parametern und sonstiges. Das heißt, da kannst du dir schon einen einfangen, da kannst du dir theoretisch auch schon einen Strike einfangen. Dann wird das Video freigegeben, dann macht er in irgendeinem Sermon, den wir nie verstanden haben, in irgendeinem Turnus, macht er wieder eine Überprüfung. Das heißt, selbst wenn das Video erstmal sauber ist und freigegeben und verarbeitet ist, heißt das lange nicht nur, dass du nicht noch einen Content-Treffer oder einen Strike kriegst. Das heißt das überhaupt nicht. Sondern wie schon, solange das Ding öffentlich ist, kann YouTube damit machen, was sie will. Und das machen sie auch. Deswegen, also mach dir da keine Sorgen. Es ist genauso scheiße wie immer, ob da irgendwas geändert wird und sonstiges. Und der Upload-Filter würde dann eben sozusagen das Ding direkt abfangen, wenn er irgendwas findet. Das heißt, dann kannst du es gar nicht erst veröffentlichen. Das wäre so der Plan. So, hat er den Filter erklärt. Dann erkläre ich mal kurz, um da einzuhaken, warum wir das Video neu machen müssen. Also, ich fasse das einfach mal ein bisschen in unserer Sprache zusammen. Wenn ihr Videos macht und die hochlädt, wird das Ding einmal bei YouTube umgerendert oder beziehungsweise einfach ein Format gemacht, damit das für die das Streaming passt. Das heißt, deswegen nehmen wir X-Formate. Die sagen jetzt zwar, welche Formate besser sind, aber im Allgemeinen können sie mittlerweile mit jedem Scheiß arbeiten. Also das hat diese Plattform mittlerweile geschafft. Da gibt es andere Plattformen, die das nicht können, aber YouTube kann das. Das heißt, du schickst das da hoch, dann rendert er das um in sein komisches Stream-Format. In dem Format kannst du es auch wieder runterladen. Das geht übrigens.
Und dann macht er die erste Überprüfung. Da schießt er einmal durch. Dann schießt er, so kommt es mir mal vor, schießt er gegen die Tags, schießt gegen die Titel, schießt gegen die Beschreibung. Findet er irgendwas, was ihm schon nicht so passt, ist das schon mal eingeschränkt monetarisierbar. Das ist dann dieses gelbe Zeichen. Passt ihm irgendwas überhaupt nicht, gibt es da schon ein rotes Zeichen, ohne dass das Ding durch den Filter gelaufen ist. Wenn das Video dann entwickelt wurde und freigegeben wird, dann haut er nochmal einen Filter drüber und dann später gibt es ein paar Rerolls. Man merkt das immer, wenn Kinofilme typisch sind. Was weiß ich, wenn der neue Star Wars dieses Jahr kommt, wird mit Sicherheit nochmal rerollt. Wie schon gesagt, eben das hier mit Aladdin, das war jetzt, das muss relativ aktuell gewesen sein, dass dieses Aladdin-Video auf dem Sega Mega Drive jetzt dementsprechend den Ali, heißt der, wo auf jeden Fall den Ali-Song ganz am Anfang triggert, der jetzt aus dem Anführungszeichen Aladdin-Realfilm stammt. Dann kannst du davon ausgehen, so machen die das. Das heißt, dann kriegen die, ich weiß nicht, Infos vielleicht von Filmstudios, von Musikstudios, keine Ahnung. Vielleicht macht YouTube das auch selber mit seinem Algorithmus. Aber das sind so die Rerolls, die funktionieren. Und das kannst du so ungefähr abschätzen. Deswegen gibt es auch viele Leute, die nicht mehr, wenn irgendein Thema ist, auf dieses Thema gehen, weil sie da vermuten, da gibt es richtig aufs Maul. Es gibt aber auch Leute, die immer noch sagen, die Grauzone, und da gibt es ja auch ein paar große YouTuber, die nur in der Grauzone arbeiten, das ist das, was dich noch interessant hält. Aber wie schon gesagt, das ist Glaubensfrage. Ja, Street Fighter 2 habe ich tatsächlich ja gesehen in einer Messe fürs 3DO. Ich sehe schon. Ihr wollt schon ein bisschen den 3DO pushen. Mal gucken. Wie schon gesagt, der Kanal, den gibt es ja noch länger als 2 Wochen. Final Fantasy 9. So, kurze Geschichte, muss man in die Historie setzen. Final Fantasy 7 wurde erklärt. Vielleicht viel zu viel vergöttert, muss man einfach aussehen. Also das war der PlayStation-Hype und wie gesagt, ich sage ja, Metal Gear Solid wurde vergöttert, Gran Turismo wurde vergöttert, Castlevania wurde vergöttert, wobei Castlevania ganz lustig ist, hat ein bisschen gedauert. Das hat so ein bisschen... Kleiner Meckerer. Also, alle diese Sachen, die du aufzählst, sind gar nicht so von Anfang an Tag 1 durchgeschlagen. Metal Gear Solid hat ein bisschen gedauert. Es wurde dann Kult. Man kann ungefähr sagen, so zusammen mit Castlevania Symphony of the Night. Gran Turismo ist eingeschlagen, aber eigentlich der zweite Teil hat den Hype ausgelöst, den sie dann ja später mit den späteren Teilen kaputt gemacht haben. Das hat ganz gut funktioniert. Aber sonst Tomb Raider hat definitiv besser funktioniert auf der PlayStation 1. Ein Spyro hat super gut funktioniert. Sogar ein Medieval hat funktioniert. Und erst dann kamen so die Hidden Gems. Und ich glaube, FF7 hat auch nicht sofort seit Tag 1 funktioniert. Aber FF7 hatte halt den Vorteil, es war das erste Final Fantasy in Europa. Boom. Bisschen so 1, 2, 3 Monate gedauert. Da war das Ding da und auf einmal... Deswegen konnte man am Anfang das Ding sogar relativ günstig noch kriegen. Deswegen habe ich das Gott sei Dank auch noch für richtig kleines Geld damals gekriegt. Heute ist das nahezu unmöglich. Und die gingen vollkommen apeshit bei dem Titel später. Und bei Final Fantasy 7 war es... Guter Gag. Apes Odyssey. Nee, Blödsinn. Quatsch. Nicht Apes Odyssey war Microsoft. Boah, hieß das denn hier? Dieses Affengame. Ape irgendwas. Das hat auch richtig bei der PlayStation durchgeschlagen als Supererfolg. Dieses, wo die Affen da diese Ampel auf dem Kopf haben. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ach, ich komme noch drauf. Aber auf jeden Fall, da gab es andere Sachen, die ein Hype waren. So, der Hype fing an. Dann war die ganze Geschichte mit Square Enix. Die fingen alle an, sich die ganzen JRPGs reinzupfeifen. Und man muss ja sagen, das Ding ist ja auch wirklich gut. Ohne Frage. Auch wenn es sicherlich schon damals bessere Ape Escape JRPGs von der Story gab als Final Fantasy 7. Das muss man einfach aussagen. Aber wie gesagt, es war trotzdem Kult. Und es ging durch die Decke. So, dann kam Final Fantasy 8. Und Final Fantasy 8, obwohl ich da aufgrund von Laguna und anderen Sachen das gar nicht so unglaublich geil fand, haben die Kritiker und auch die Fans gesagt, das ist das viel bessere Final Fantasy, so muss ein Final Fantasy aussehen und bla 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 bla, das ist der größte Teil überhaupt und hast du nicht gesehen. Und dann passierte das, was man auch so gerne kennt. Dann hat man so ein bisschen gemerkt, okay, die Kritiker haben aufgehört voneinander abzuschreiben und die Fans haben dann irgendwie gesagt, Freund, das ist jetzt nicht Jahrhundertausfall, aber das ist nicht in Anführungszeichen
die Wiedergeburt der JRPGs, weiß Gott nicht. Und dann hat es so ein bisschen abgeflacht. So, und dann kam mit Final Fantasy 9 kam was Interessantes. Ich habe das gezockt, ich fand das putzig, andere fanden es putzig. Ich kannte also eigentlich keinen, der es gezockt hat, der es scheiße fand. Aber die Leute, die es nicht gezockt haben, das ist wieder die Logik, die haben dann wieder gesagt, oh, das sieht aber jetzt kindisch aus, was ist das denn? Und die haben dann die Kritik, die unter anderem ich und andere eben auch an FF8 hatten, haben dann gesagt, okay, wegen euch haben wir jetzt wieder dieses Kinderblödsinn, Schibi-Schibi, hast du nicht gesehen, Rotzding. Und die haben, glaube ich, bis heute noch nicht einmal irgendwie sind die weitergekommen als den Title-Screen, sondern die haben sich da irgendwie die Filme angeguckt und hatten schon die Schnauze voll. Und dann war es auf einmal der Kinderteil. Und dann, wie schon gesagt, konntest du überall lesen, wie es das für ein unglaublicher Kinderrotz ist. Und dann passierte irgendwas anderes, ich glaube, das hat ja der Herr Retrogame-Lord bei einer Börse mal gesagt, dass dann irgendwann er irgendwie eine Kritik gelesen hat von ein Jahr später und auf einmal fingen Leute an, sich mit dem Titel zu beschäftigen. Und auf einmal kamen dann Leute zu Wort, die auch wirklich den Titel gespielt haben und sagten, hör mal, bist du bescheuert? Wie weit bist du denn weitergekommen, Birne? Misha hat zum Beispiel gesagt, du hast den Soundtrack angesprochen, zum Beispiel, das Battle-Theme ist großartig. Also ich höre da auch mal, du musst dir mal die Kritiken von damals durchgucken, du kriegst einen Schreikrampf. Wie schon, das Ding ist technisch und grafisch für einen PlayStation 1 Titel gewaltig. Und trotzdem stand da irgendwie, nö, es erfüllt nicht die Erwartungen. Du denkst, hm? Was? Musst dir mal an, die Kritiken sind großartig. Die sind auch vor allem so unglaublich gut recherchiert, so richtig. Also wo du genau merkst, da hat keiner weiter gespielt als 22 Minuten. Jetzt trinkt er gerade, um da einzuhaken. Es ist auch heute noch so. Also mittlerweile ist natürlich das Medium ein bisschen erwachsener geworden. Aber wenn du dir Reviews über JRPGs anhörst, gibt es diese Kritik eigentlich öfter. Das ist für Kinder, das ist doof, das ist dies, weil das sind ja alles nur 13- und 14-Jährige, die da rumrennen und bla 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 bla. Und genauso ist dieses System auch entstanden. Also diese Kritik hat nicht nur FF9 abgekriegt, die haben eben wie schon auch andere Sachen abgekriegt. Und es gibt zum Beispiel auch, wenn du dir Final Fantasy, also beziehungsweise von Square, die Games vor Final Fantasy anguckst, das ist auch nicht etwas, wo man sagen kann, da würde man heute sagen, ja, die waren ganz gar nicht schlecht, die waren auch ganz gut, aber das Ding hieß nicht ohne Grund Final Fantasy. Das war deren letzte Chance. Und ja, aber so sind Kritiker nun mal. Ich meine, es gibt ja viele Filme, man sieht das ja auch heute noch. Irgendwann ist ein Film Kult, der wurde dann, weil nicht, in die Tonne geschrieben und hast du nicht gesehen. Und 5 Jahre später, wenn dann irgendwie, was weiß ich, auf jeder Convention der läuft, ja, dann ist es ein Kultfilm. Und dann hat der Kritiker, ja, gut, da habe ich nochmal geguckt und jetzt habe ich die Aussagen verstanden und haha, und Legende, bla, 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 bla. Und das ist mit FF9 auch passiert. Zum Beispiel, guckt euch mal die Kritiken von FF12 an. Das ist eigentlich von A bis Z mittelmäßig. Und eins muss man dem Titel sagen, der ist besser als mittelmäßig. Es gibt viele Sachen, was man an dem kritisieren kann, aber ist ja kein Jahrhundertausfall. Und, ne, aber gut, Kritiker halt. Vivi haben sie, glaube ich, irgendwie noch so mal erkannt. Und Vivi war dann für die gleich das Zeichen von kindlich. So. Kommen wir zum Retro-Chat. My first ever console, overall, had never a game. Genau. So. Endlich mal jemand, der den Videopack mag. So. Da müssen wir übrigens auch mal eine 30-Days-Challenge machen. Auf jeden Fall. Ja. So, Terrorhawks. Love this game, ja. Das ist wirklich richtig geil. One of the best. Ja, definitiv. They produced. Machen wir mal ein bisschen was. A Homebrew Sequel. Ja, das habe ich sogar. Ich habe sogar Terrorhawks 2 übrigens, falls das Leute interessiert. Ja, hat er. Weiß ich. Das tatsächlich. So. Du bist ein ganz toller. Finde ich gut, dass du auch zu Games was erzählst. Kennst du öfter machen. Obwohl ich glaube, dass man gerade zu jedem Final Fantasy einiges mehr erzählen könnte. Ja, du kannst auch jeden Teil spoilen, aber es macht vielleicht nicht so viel Sinn. Eris stirbt. Wenn du einen Podcast über die Stories der einzelnen Teile würde ich jedenfalls feiern. Wunsch ist notiert, aber
Das ist lang. Das ist wirklich lang. Aber das kann man ja machen. Dafür sind Podcasts ja da. Vielleicht machst du solche Runden wie mit Final Fantasy auch mal mit Games wie Metal Gear, Pokémon, Legend of Zelda etc. Da könnt ihr ja jede Sendereihe daraus machen. Ja, so, Pokémon bin ich nicht so der große Pro, aber Legend of Zelda kann ich euch, glaube ich, in Grund und Boden spoilern. Auch das ist möglich. Und wie schon gesagt, dank Shaka Conroy, ich saß nur gern, habe ich Phantom Hourglass nochmal eine Chance gegeben. Ich mal durch die Pfanne hauen soll. Vielleicht gibt es ja auch mal Sachen, wo ihr sagt, erzähl doch mal was zu. Ich bin gespannt. So, Silvery, ich weiß ja nicht, was ihr gegen Final Fantasy 8 habt. Ja, der Laguna-Tal ist schlecht. Der ist verdammt schlecht. Der ist sauschlecht. Aber ich fand den Rest sehr gut gelungen. Aber mein absoluter Favorite-Teil wäre wohl eher Teil 7, wie bei sehr vielen. Obwohl ich den sechsten Teil auch gerne zocke. Teil 7 war einfach, oder ist einfach eine Legende. Das darf man nicht sagen. Das ist einfach so, ohne den hätten wir das wahrscheinlich nie gekriegt. Und wäre auch mit Sicherheit der Hype bis heute nicht da. So, jetzt der Lycra-Love. Ab nach Pandoria. 7 hat genug Schwächen. Wir kriegen den Venom schon nach Pandoria. Ja, jetzt kann er ja auch fliegen. Wir fliegen. Ich war noch nie in Pandoria. War noch nie in... Oh, geil. Super. Ja, hier, also... Ich sag doch, unsere Weihnachts-CD ist bestellt. Das habe ich gegiert vor Lachen beim Stream. Hast du? Aber gerne doch. Warum? Ja, Lycra-Love, jetzt kannst du dich mal aushören. Warum fandst du das denn witzig? So, der Retro-Pionier mal wieder. Hallo, schöne Fortsetzung des Displays. Meinen Daumen hast du. Falls Balls 3D habe ich übrigens mal auf dem 3DO gespielt. In der Tat etwas merkwürdig. Spiel's mal auf dem Sega. Wie man Pandoria spielt. Aber es geht nicht schlechter. Guck mal Poet an. Ja, das geht. Hashtag Curry, ne? Ist da klar. Da hat auch echt was zum Lachen. Ja, das ist auch ein sehr großer Gigant. Balls 3D gab es auch auf dem 3DO? So. Geil. Bro Nintendo, let's playst du auch Secret of Mana. Das ist Secret of Mana 2. Ganz simpel. Das ist Secret of Mana 2. Saiken Tensetsu 2. Danke. Das steht auch übrigens, das steht auch ganz doof im Titel. Ich finde eigentlich an YouTube, dass die Videos immer extrem viel leiser sind, als der Stream war. Ja, weil die werden nicht nachbearbeitet. Das liegt tatsächlich an YouTube. Dürfte übrigens nicht. Aber YouTube ist halt doof. Zum Beispiel trenne ich es ja gerade ab. So, das ist Zoe's Ding. Shut up and let us watch the game, please. Ja, so. Hör mal auf Zoe. Shut up. And enjoy the show. Ja. Du kannst mit Frauen umgehen. Zack. Du bist der Super Seducer. Bis hierhin sehr gut gemacht und ich mag den Butler. Wait. Da ich ja weiß, wie weit du schon gespielt hast, bin ich echt gespannt, was du dabei angestellt hast. Ja, er hat's gelöst. Also, irgendwann auch. Haha. Jetzt haben wir 40 Folgen gebraucht, 36? Weiß ich nicht mehr. Also um die hohe 30, glaube ich. Okay, das ist wieder dummes Gebrabbel. Das ist nicht Pico 8. Ja, das ist so typisch. Das ist wieder mal. Danke übrigens nochmal, Isa. So, wenn ihr den Kommentar hier seht, ich zitiere einfach mal. Das ist nicht in Pico 8, das ist ein Standalone-Game von Lexoffel. Mal gucken, was er erzählt. Wie sage ich es mal so schön? In Pico 8 kann man das spielen. In Pico 8 habe ich das gemacht. Das gibt es auch als Standalone. Das ist richtig. Ja, das, was du gemacht hast, ist ja die Demo-Version. Umgebung. Das ist Glaubenskampf. Und ich bin da ganz ehrlich, auf so einen Scheiß will ich gar nicht eingehen. So, bevor du deinen Glaubenskampf machst, ich gehe da gerne drauf ein. Die Geschichte ist ganz einfach. Das basiert auf einer Pico 8 Engine. Und auch wenn es nicht in der Pico 8 Umgebung läuft, ist das eine Pico 8 Anwendung, wenn man so will. Man muss sich das einfach vorstellen, als hättest du eine App fürs heutige Handy, was dementsprechend auch Standalone ohne iOS oder Android läuft.
Trotzdem ist es ursprünglich eine App für ein Smartphone. Und das Ding kannst du auch ohne die ganze Umgebung spielen, was ja auch bei mehreren Games auch so möglich ist, weil du sollst die ja auch dementsprechend ohne die Umgebungsvarianten kaufen können. Mein Pico 8 müssen wir auch mal machen. Das ist übrigens auch noch das Pico 8 für eine 30-Tage-Challenge, wäre immer eine gute Idee. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich mir vorher definitiv was angucken. Da sollten wir vielleicht mal im Hinterkopf, dass wir im Stream entscheiden, welches von diesen Games dann auch wirklich in eine Challenge kommt. Weil das Problem ist, wenn es eine offene Entwicklungsebene ist, hast du auch mittlerweile schon sehr viel Müll. Steam oder Epic lassen grüßen. Und ist so. Aber wie gesagt, das ist genau diese übliche Geschichte wie die Herzdebatte. Natürlich kannst du da jetzt sagen, das ist nicht eine Anwendung irgendwas. Aber für euch, die ihr das seht, sieht das aus wie ein Pico 8 Game. Punkt. Und man muss den Leuten auch nicht erklären, wie was gemacht wird. Wenn du dir einen Kinofilm anguckst, dann guckst du dir das an wegen der Unterhaltung. Das ist, glaube ich, das, was diese ganzen Foren auch nicht verstehen. Es geht um Unterhaltung. Es geht nicht darum, ja, da war aber dieses IC und dann hatten das und aber mit dem Yamaha Soundchip, war das so? Das kannst du dir in einer halben Stunde sowieso nicht merken. Und das interessiert nun wirklich nur 2 Promille von wahrscheinlich nochmal 1% der Menschheit. Das interessiert nahezu 5 Leute auf dem Planeten. Und das ist dann noch uninteressanter als manche Videos schon, wo schon Leute sagen, das sind für Scheißsysteme. Ah, so. Nein, ich nehm immer gute Vorschläge an. Also macht ihr keine Sorgen. Und wie schon gerade hier, wir werden auch, also Cave Rain ist ja zum Beispiel so ein klassisches Adventure, auf das ich Bock habe. Das dürfte übrigens auch deinem Stil entsprechen. Also gibt es also auch Sachen, die sich lohnen. Aber ja, wir kämpfen jetzt gerade noch ein bisschen da. Wir sind auch jetzt dabei, den Kanal final aufzuräumen. Da mache ich dann nochmal ein Video zu, wenn wir dann alles komplett fertig haben. Und dann haben wir ihn so sauber, wie ich ihn haben will. Und dann können wir uns einen guten Zeitplan machen. Und dann geht's wieder weiter. So. Es geht weiter mit tollen Kommentaren. Ich sehe es schon. Was ist das hier? Verstehe ich nicht. Tschüss. Kannst du jetzt so einfach Google Translate nutzen können. So, der Rimtour at its best. So, oh interesting. So, da kriegst du von mir. Du hast Kommentar. Das nicht richtig vorgelesen, da krieg ich ja schon. Oh, interesting. Jetzt geht's weiter. Indeed. So, jetzt kommt wieder ein Freund von mir. Der Famix-Rap. Selten so einen grottigen Super Mario Noob gesehen! XD. Ich glaube, der Klauser hat das, glaube ich, auch gemacht. Okay, die ist ausgezeichnet. Okay, hast gerade gegoogelt, ne? Ja, der Lars macht Zensur, richtig, genau. Hier. Zack. Oh, da war der Alpha noch lustig. Herr Erdogan. Im Kommentar sehe ich da gerade. Was gegen tun. Ach ja, er kommt ja irgendwann bald nach Köln. So. Nee, dann, wir müssen dem Alpha unbedingt nochmal den Wendler als Master Chief ein Autogramm besorgen. Definitiv. Was machst du gegen Nintendo? Was hast du gegen Nintendo, du Blödmann? Ich will wieder hassen. Was? So. Danke. Was hast du gegen Nintendo? Der macht doch seine Sache gut. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich sag eher so. So, weiter geht's. Hallo, Männer. Also, da gibt's 10.000 bessere Kanäle. Aber ich schaue trotzdem gerne zu und bin froh. Let's Play Markus zum Beispiel, wenn man in dieser Kategorie arbeiten will. Lasse dir hier meinen Daumen zurück. Danke, danke. Looks like Link. Andere. Da brauche ich nicht irgendeine Nintendo-Birne. So. Du, ich hoffe echt jetzt, dass Hans nicht wirklich seinen Frieden gefunden hat. Achso, der meint den Hans aus dem Game. Wir haben ganzen ein toller Part. Und wieder danke.
Danke für diesen schönen Kommentar. Danke für diesen Like. Danke für dieses so schöne Abo und kauf meine CD. So. Oder dieser EP. Alles. So. Hier, jetzt schreibt das sogar. Und ich kann nicht tippen. So. So, habe dich gerade wieder abonniert, weil ich habe dich eigentlich abonniert, solange ich dachte so, komisch, da gibt's nichts mehr. Und als ich jetzt von Hand nach dir suchte, war ich ganz überrascht, dass nicht mehr abonnierst, war's. Fand deine Videos immer sicher ein weiterer YouTube... Ja, das hat man, glaube ich, bei der Geschichte so, auch, dass das auch schon, das ist auch mir auch schon bei dem einen oder anderen Kanal ein paar passiert. YouTube wirklich. Ist mir auch schon passiert. Diese Plattform ist einfach nur toll. Ja. XD. So, zack. So, was schreibt er zu Contact hier? It seems Alex Kidd in the Miracle World. Nein. No, dude. Ohne Semikolon. So. Ohne Semikolon. Mein Gott. Warum ist die Spielqualität in dem Video besser als bei mir zu Hause am TV? Kann ich irgendwelche Einstellungen vornehmen, die das Ganze verbessern? Nein, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Nein. Schreib, nein, kannst du nicht. Nein, kannst du nicht. Geht doch. Bub. Fertig. So. Cobra 11, Fan-Alarm für Cobra 11. Gibt's da wirklich Fans? Ich vermisse die Serie Feuerwehrmann Sam und Thomas und Bob der Baumeister gibt's immer noch. Also das ist natürlich, das löst bei mir auch immer ein Trauma aus. Da muss die Merkel mal was machen. Echt mal was machen. Ja, und was macht sie? Bam. Gar nichts. Gar nichts. Da macht sie gar nichts. So, weiter. Jetzt macht er gerade wieder irgendwas anderes im Hintergrund. Hab ich Alarm falsch geschrieben? Hast du? Achso, nee, er. Was erwartest du? Guck mal, das ist ein Cobra 11 Fan. Sei mal froh, dass der überhaupt irgendwie Cobra 11 nicht 11, 11, 11 und 11, 11 hinkriegt. Achtung, so, extra für euch Alarm. Erstmal das Schloss erkunden und dann überlegen, was man ausmacht. Typische Adventure-Spieler halt. Ja. Alles angucken. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Es gibt ja tatsächlich auch Adventures, wo du für bestraft wirst, wenn du alles mitnimmst. So. Er weiß nicht, was er mit dem Prinzen machen soll, aber schafft das sein Rätsel einfach so. So viel Glück. Ja, so ist er. Abgesehen davon, er hat eine Prinzenrolle gemacht, verstehst du? Klinker? Ja. Lottogewinn incoming. So. Du bist auch ein Freund des Dinglish, ja? Also. Ernestine macht genauso gute Witze wie du, mein Lieber. Ich liebe sie. Das ich finde die cool. Das lass mir dein Mädel in Ruhe. Hast du denn gegen Ernestine? Ich finde die Hofnärrin finde ich geil. Die würde ich adoptieren. Askaluna, so schnell. Habe ich nicht mit einer neuen Folge geregelt. Super. Ich tue, was ich kann. Und das ist nicht viel. Okay, das ist nicht viel, aber... Danke. Cindy hatte irgendwie anders. Cindy hatte... Jetzt ist er warm geworden, das merkt man. Jetzt hat er sich eingequatscht. Cindy. Von Bert? Aber von Ernie und Bert? Oder nur von Bert? Der Schwanenprinz ist merkwürdig. Das ist richtig. Und der? Und der von der Prinzenrolle erst. Jetzt macht er doch den Prinzenrollenwitz. Was heißt das? Er geht ja auf den Keks. So, jetzt kommt anspruchsvolle Texte. XX, das die XX. So, danke, die Steuerung vom Bowling hat mich auch zuerst beinahe in den Wahnsinn getrieben. Entweder macht der Typ sich lang oder ihm fällt die Bowlingkugel auf den Fuß. Ich bin also doch nicht der Einzige, der das nicht gerafft hat. War Indoor Sports so scheiße wahrscheinlich. Warum kein Twitch mehr? Hä? Doch, immer noch. Was hast du getan?
Fragen, die überhaupt keinen Sinn machen, aber das hatte ich übrigens tatsächlich in einem Livestream, hat mich einer gefragt, warum ich Twitch nicht mehr mache. Ich war kurz davor, live zu sehen, als du das Rätsel mit der Taube gemacht hast, aber du hast es ja geschafft. Ja. Easy. Ja, definitiv easy. Also, du bist für mich ein Adventure-Gott. Okay, jetzt gibt es noch für die Leiter ein Fenster, durch das du das ins Schloss kommen kannst und danach kannst du es mit dem Fuchs reden. Alles klar. Jetzt spoilst du ja auch noch alles. Für die Leute, die das LP noch nicht gesehen haben. Hallo? Kannst du Ende verraten. So. I'm a world champion in this game. Look my channel of YouTube and we'll see. Impressive. Vor allem, es gibt gar keinen impressive Turniermodus in diesem Game. Schreib da auch impressive. Awesome, hättest du noch schreiben können. You are a god of gaming. Für mich der Ninja salute von Konami Soccer. To the new born child of oh. Retro Gaming. Ich dachte, jetzt kommt Awesomeness oder so. 11? Jetzt 11. Hat er es begriffen. Ich meine, eins muss man ihm lassen. Progress hat er verstanden. Also, wenn er mal angefangen hat, sich einzureden und warm geworden ist, dann so, ist er sogar witzig. Aber sonst muss ich sagen, also da. Ich finde dein Video klasse, schön, das heißt, Daumen bleibt natürlich da. Ich war übrigens gestern auch da und habe ein kleines Video dazu hochgeladen. Da war aber einiges mehr los als bei dir. Das glaube ich nicht. Du kannst ja auch gerne bei mir vorbeischauen, würde mich freuen. Leider ganz am Anfang bekommen. Leider mussten wir die ganze Messe lang rumschleifen. Also das glaube ich zum Beispiel nicht, dass bei ihm da in Anführungszeichen an dem Tag mehr los war als bei uns. So, was die Gamescom ist an jedem Tag voll. Haben wir schon. Wie viel ist denn dann? Außer es filmen die Alter, Giganten von was YouTube. Ist denn los? Ich filme eine Menge. Ah. Na, knapp 20 Minuten noch. Alter. Du machst das eh nur noch 20 Minuten. Habt ihr nicht so. So, danke für den durchgeführten Sehen Umgang. Sie Folge 17 mit allen Sachen, die er nicht beantwortet. Ja, Luna 2, ich feiere dieses Game auch total. Schöne Bilder von der GC. Vielen Dank. So. Sollte ich dieses Jahr auch mal... Achso, habe ich ja schon. Flammeln da noch, das ist das. Also geht übrigens davon aus, das kann ich, sind wir ja sowieso gut dabei, jetzt kann ich ja mal eben kurz nochmal eine Pause machen. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall Bilder geben von Ausgeflippt, von der Show in Recklinghausen. Das alte Video habe ich gefunden. Das muss ich gucken, ob ich das nochmal vorher dann nachbearbeiten muss oder ob ich das so lassen kann. Aber ich habe es tatsächlich schon mal gefunden, das ist gut. Irgendwas war da, warum das mit dem Upload damals nicht ging. Und ich hatte irgendwie jahrelang keinen Bock, mich darum zu kümmern. Was kein gutes Zeichen ist. Das führt mich schon irgendwie dazu, dass da irgendwie scheiß Arbeit ist. Also das werde ich abfilmen. Da wird hoffentlich der Hiretto Game Lord auch dabei sein. Sonst gibt es Theater, das ist also in Recklinghausen. Termin kennt er. Und was wir auf jeden Fall noch machen, die 10 Jahre Binarium. Da werde ich mit Sicherheit auch irgendwie ein Video oder sowas zaubern und dann kriegen wir das auch schon wieder hin. Vielen Dank für die Blumen. Ein bisschen Udo Jürgens Karaoke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Weiter kriege ich es dann auch nicht mehr hin. Udo Jürgens, mein Idol. Und ohne Scheiß, ein begnadeter Musiker. Weiter geht's. So, jetzt scrollt er gerade durch das ganze Ding. Jetzt merkt er auf einmal, oh, das sind ja X-Kommentare. Huhuhu, XD. Ja, ich bin ein Family Park Boy, es ist richtig. Ja, bist du. Hast du gut erkannt. Du bist der Dave unter den Kommentierern. Was ist das? Ich guck gerade übrigens, gerade fragt, wirft er erstmal eine CD. Scheiße, das habt ihr mitgekriegt, ne? Stimmt, das ist das Video, wo die CD rausgefallen ist. Das war auch geil. Oh, jetzt fängt es bei uns an, richtig zu pissen. Übrigens. Was macht der denn jetzt? Macht der Pause? Willst du jetzt erstmal, zählst du jetzt Kommentare so, oder was? Was meinst du, da beschwert sich einer darüber. Ach, das ist genau das ist der Fan. Also ihr Komiker Atari-Spieler, wer bist du denn?
Das ist auch geil. Videopark mit Atari zu vergleichen, das ist auch eine großartige Idee. Also man kann auch in Anführungszeichen also Gameboy-Spiele mit Xbox vergleichen, das kann man. Macht vielleicht aber grundsätzlich nicht so viel Sinn. Ja, ihr wisst ja, ist ja kein Thema und ihr seid ja da noch dran. Genau, was ist mit Marco passiert? So, also ja, da machen wir auf jeden Fall spätestens... You are such a gay cunt. Das machst du ja wohl auch als erstes, hoffentlich. Das kann ich schon mal sagen. So, jetzt machen wir eben kurz noch die Retro-Börse. Und dann erzähle ich mal ein bisschen was. So, Hammertag im Morgen, sehr schönes von dir. Ich hoffe, man sieht sich spätestens auf der nächsten... Du willst den Lieblingskommentar nicht machen, ja? Grüße aus dem Norden. Aber gerne doch. Und Grüße zurück. Das war also Retro-Börse 24. Kano, okay. Schöne Impression von der Börse. Vielen Dank dafür. Aber immer gerne. Es hat übrigens mit Kommentaren auf die Retro-Börse würde ja auch deutlich abgenommen. Also, ist wieder also die Views passen immer noch ganz gut, aber die Kommentare sind weniger geworden. Also man merkt, dass das die Leute nicht mehr so wirklich interessiert. Es sieht aber auch jedes Mal gleich aus. Bei der nächsten Messe in Hofheim dabei sein kann. Ich glaube, Hofheim war schon. Ich hatte ein Video gesehen vom WeHawk, vom Konsolenfalken, vom Rüdiger. Ich glaube, der Konsolenfalke heißt übrigens. Ich finde die Preise generell auch recht gesalzen. Da bin ich absolut deiner Meinung. Da muss ich echt Glück haben, wenn man ein Schnäppchen machen will. Wahnsinn, dass selbst PC-Bigboxen sogar im Preis gestiegen sind. Viele Grüße vom YouTube-Kollegen Reno hier. Grüße zurück. Retro-Kollegen. Jetzt kann er schon nicht mehr lesen. Jetzt kommt die Phase, wo das ist. Ihr wisst, wenn ich jetzt meine diabolische Lache aussehe, dann habe ich schon wieder 2-0. Jetzt freut er sich gerade über irgendwas. 2-0 ist passiert. Heute war es leider 1-3. Den wollte ich als Rausschmeißer machen. Wundere okay. Nicht. Also den Schlussgag macht er gleich noch. So, der ist bestimmt super lustig, der Schlussgag. Da werden wir alle uns bepissen vor Lachen. Huch. Wahrscheinlich nicht, aber wir gucken mal einfach. Ups. So, dann ist Zelda's Adventure doch kein Bierdeckel. Den Gag musst du mir sogar erklären. So. Simon Crawford, your troll for World Wars was amazing. Hab ich? Was hab ich denn da gemacht für eine Scheiße? Much. Oder was? Soll ich nur noch Trolls kommentieren? Dabei kommentieren doch bei mir nur Trolls. Das ist dumm. Stieße, mach doch einen Trollwitz. Ja. Komm, ja. Ein Troll. Ja, kommt ein Troll. Ah, ja, immer genau. Noch 1-0, egal, reicht ja. So, Matthew Rübelin, sehr nice. Links 3-2 bin ich. Grüße. Okay. Grüße. Du wolltest mich auch mal auf einen Kaffee einladen, das ist bis heute auch nicht passiert. Den muss ich mal wach machen. Ich muss sowieso mal allen Leuten, die mich zum Kaffee einbringen wollen, den muss ich mal einfordern. So, die Schattennase. Dann kann ich nämlich bei Isabella auch den Kaffee bezahlen geschafft. Wieder. Ich musste das Wochenende leider mit Freunden in Amsterdam. Ja, heul doch. Ich konnte aber da nicht widerstehen, hab mir dann einen Retro-Ladenbahnhof endlich einen Arcon Electron geholt. Wie geil ist das denn? Ja, das ist geil. So das fehlt mir auch noch. Amsterdam Retro-Laden. Wie geil ist das denn? Wir müssen übrigens mal, da muss ich auch mal den High Retro Game Lord mal mitschleppen. Wir müssen mal auf jeden Fall mal eine Tour mit der Schattennase dann und dem Tomaniac machen. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwann in unserem Leben auch noch mal Holland und Belgien was retrotechnisch abräumen. Wobei die mittlerweile auch nicht mehr so billig sind. Also die wissen auch, was der doofe Deutsche zahlt. Apropos, wann geht es wieder nach Niederlande oder Belgien? So, weil das ist irgendwie ganz lustig, da will ich mal hin. Erstaunlich, dass wir uns diesmal nicht über den Weg gelaufen sind. Mal wieder nette Eindrücke aufgenommen, interessante Ausbeute. Ja, den Huli, den sehe ich ja jetzt überall. Also das ist ja auch gut so. Der Huli ist aber, glaube ich, kein Fan von Kaffee. Mal übrigens, glaube ich. Machen wir was aus. Das den Huli muss ich nochmal nehmen. So. Marin! Mit Invader Sim. Du hast schon mal Geschmack. Invader Sim gibt es jetzt einen Film endlich wieder neu. Ich habe zu den Orbits gesagt, dass ich dich auf der Börse vermisst habe. Ja, und dann hast du mich nur bei den Jungs am Stand gefilmt, wie ich meinen Mate trinken will. Cooles Video, vielleicht sieht man sich ja bewusst auf der nächsten Börse. Aber gerne doch. Genau, den Pixelkisch habe ich aber letztes Mal auch getroffen. Ich sehe gerade. So. Also die übliche Gang bleibt es eigentlich. Schönes Video. Rente absichern ist gut. Wie Wertanlage. Ich schmeiße mich weg. So. Vielleicht sollte ich Finanztipps geben.
Genau, der neue Podcast. Retro-Gaming als Geldanleihe. Mit dem, weil das ist ja der Spruch von vielen Leuten. Das sind Werteanlagen. Haha. Ja. Danke für die Erwähnung. Man muss ja für die Alterssicherung muss man ja vorbeugen. Wir sind tatsächlich nicht vor Ort. Wir sind mit dem einigen Joten im Flippermuseum Salingen gewesen. Schöne Grüße von der Börse. Das Pengo scheint ja echt nice zu sein. Ich bin ein großer Fan der Game Gear-Fassung. Habe keinen, aber was hast du dafür hingelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ein Zehner? Kommt ein Zehner, glaube ich. Ein Zehner. Für Pengo, für. Stimmt, was wir unbedingt machen müssen: eine 30 Days Challenge Atari 5200. Hast du Bilder aus Seligenstadt? Wollte da auch mal hin. Ja, werden wir auch noch mal schaffen. So, steht auch mal in der To-Do-Liste. Das ist das große Flipper-Museum. So, schroff gezockt. Ja, der Spielenaar hat ihn gesehen. Wir sind uns aber, glaube ich, tatsächlich irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube... Habe ich dich gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist übrigens schon mal passiert. Grüße hier übrigens. Egal. Auch das bei irgendwann anderen hatte ich, glaube ich, nur kurz gesehen. Wir haben bis jetzt auch nur einmal bis jetzt Händchen geben dürfen. Warum sind wir uns diesmal nicht über den Weg gelaufen? War eigentlich von 11 bis 15 Uhr da unterwegs und dachte, ich hätte alle getroffen, die ich so kenne. Schade, dann haben wir nächstes Mal wieder. Fand super gestern. Wir machen einfach. Du warst aber beim letzten Mal in Bochum zum Beispiel nicht dabei. Mal gucken, ob das wieder in Oberhausen klappt im November. Der Alpha Schief, der ist ja jetzt, glaube ich, gerade im Chat, glaube ich, und weiß nicht, was er tut. Grüßt einfach mal Alpha Schief im Chat. Isabella sagt, sie mag keinen Kaffee. Dank. Gut, dann brauche ich dich auf den Kaffee ja auch nicht einladen. So, hast du jetzt davon. So, tolles Video, schöner Rundgang, danke fürs Zeigen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Rundgang in deiner Privatsammlung genauso lange dauert. Nee, geht eigentlich. Ist da so ein Raum nur. Das geht relativ schnell. Fast. Fast. Der Alpha ist da! So, Jero, passt doch! Danke fürs Video. Gerade zum immer Kommentar, gerne. Kommt da. Der Alpha ist da, der Alpha ist da, Alpha, 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 Alpha. Ja, so, ich hör auf. Nochmal Isabella. Boah, das sind ja viele zur Börse. Hast du bestimmt keinen Bock mehr, ne? Ich kenne dich doch. 8 Minuten noch das Video. The Amiga port is the only good port of original hands down. Are you nuts? Das ist übrigens... Achtung, da muss ich einhaken, weil das ist einer der dümmsten Kommentare von Ronaldo. Also nicht, dass Ronaldo nicht allgemein bei dem Namen dumme Kommentare machen kann, aber um mal was ganz, 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 ganz Doofes zu sagen. Der Last Ninja Remix ist ja auf dem C64 der Remix von Last Ninja 2. Der Last Ninja Remix vom Amiga ist der Remix von Last Ninja 1. Das ist nicht identisch. Remix isn't the same remix on the C64. Und ja, aber bitte. Alter, danke. Ist unglaublich. Was sind das für Deppen? Boom. Die machen die Retro-Community kaputt. Sag es denen. Komm, pass auf. Machen wir. Dann freut sich. Ich glaube, man kann KI gegen KI spielen lassen. Ja, kann man auch. Ja, ja. Das nennt sich Demo-Modus. So. Danke. Machen wir es so rum, dann hören wir gleich mit Isabella auf und dann machen wir gleich nochmal unser Lieblingskommentar oben. Wie? 1-1? Du Scheiße. Jetzt müsstet ihr noch rausfinden, welches Spiel das war. CD-Bertikel I. Ja. Virginie oder Virguni, immer wieder schön deine Videos. Vielen Dank dafür. Ich selbst bin zum ersten Mal in Bochum gewesen und fand die Location wirklich sehr angenehm. Da muss ich mir wohl in Zukunft mal eine Fahrgemeinschaft suchen, damit ich nicht immer meine Verwandten dazu zwinge, mich dorthin zu fahren und sich selbst dann 4 Stunden so langweilen. Hallo, dann gibt man den Kaffee einfach aus. Es gibt ja hier Leute im Chat, die keinen Kaffee trinken, aber es gibt eine Menge Leute, die Kaffee trinken können. Und das sind meistens gute Menschen. So. Hi Retro Game Lord. So, mal wieder ein sehr gutes Impression. Ausbeute wieder. War auch wieder nett mit euch. Immer gerne. Denk dran. Deswegen, November. Hi Retro Game Lord. Huh? Recklinghausen am 23. der Kollege. So, der Virus Mario. Moin. Hab lange überlegt, ob ich nach Bochum fahre, aber ich hab's mir verkniffen und mir wird wieder teuer für mich. Ich hab da etwas von Köln gehört. Kommt ein Händler, der von uns aus Köln? Ja, genau. Genau, ach ja, Retro-Spiel. Hab's du gesehen? War auch bei Gamescom. Genau, der ist das. Genau, der ist das.
Das war der mit den 99 Cent Sachen da. Schöne Eindrücke wieder, ein paar coole Pickups. Vielen Dank. Isa, du bist okay, komm. So, Flomo. Alles cool. Cooles Spiel, wir waren auch in Bochum auf der Börse. Hab mich auf deinem Video entdeckt. Grüße aus dem Westerland, aus dem Westerwald. Ja, Grüße auch. Grüße zurück. Ja, so. Hallo, du trinkst keinen Kaffee. Was ist denn da los mit euch? So. Was ist denn da falsch geworden in eurer Erziehung? Habe ich deine Routine richtig gelesen? FM Rogers für 6 Euro und Legend of Dragoon für 200 Euro und Suikoden für 750 Euro. Wer soll denn bitte das bezahlen? Ist schon happig. Aber berechtigt würde jetzt wieder irgendwie jemand auf eBay sagen. Also, ne? So, Wertanlage, so, Hashtag. Aber echt, ich finde, irgendwo hört die Sammelleidenschaft auf, auch wenn es in dreistellige Bereiche geht für ein normales Spiel. Big Boxen, Sonderedition, okay. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Also wir suchen, das können wir vielleicht mal, so. Das können wir vielleicht mal für nächstes Jahr mal als Contest machen. Vielleicht suchen wir mal auf Börsen das, ich sag mal, den Wucher des Jahres. Vielleicht machen wir das mal so als Aufgabe, weil wir haben ja schon ein paar Sachen gesehen, die schon teuer sind, aber ich möchte bitte auch irgendwie sehen, was weiß ich, ein IT für einen Atari für 50 Euro oder sowas, das möchte ich noch sehen. Wir können ja mal da irgendwie auf die Suche gehen. Da haben wir ein bisschen was zu lachen. So, jetzt machen wir mal. Hallo Force, you are such a gay cunt. Jetzt wird er kreativ. Das ist genau sein Niveau. Das kann er. Jetzt überlegt er lange. Weil jetzt will er richtig eine Punchline raushauen. Wo selbst Kollege sagt... Geil, ich höre auf zu rappen. Oder seinen Gucci-Anzug verkauft. Seinen Lambo beschädigt. Let me guess. Lass mich raten. You're still playing PUBG. Oh, war jetzt aber schon, also... So. Fortnite schreibt man ja jetzt. Ich versuch's mal lustig. Let me guess, you're still playing PUBG. Weil kein Mensch spielt mehr PUBG, die sind alle bei Fortnite. Ja, aber PUBG ist doch für 6-Jährige, Fortnite ist für 3-Jährige. 2-1 für Dortmund, gut. Ist es, 2-1 für Dortmund, da war irgendwie 2-1 für Dortmund, heute war 1-3 für Dortmund. Was für eine Parallele. Ah, so, meine Hashtag Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Children of all ages. Ihr habt jetzt die Chance, nochmal 2-3 Minuten was rauszuhauen. Ansonsten, ich zeig euch mal, was noch kommt bei Kommentare kommentieren. Bei meinen nächsten Videos. Mein Atari-Freund, der scheint so richtig nach meinem... Das kommt schon hin mit Denver. So. Ich habe das Spiel gezockt und so schlecht ist es auch nicht. War auch nicht so richtig... Das ist nicht gut. Also das Millionenspiel ist nicht gut. Wirklich nicht. So, also ihr Komiker. Das G7000 ist wie das Video 2000 absoluter Mist. Hä? Wo steht das? Ach da. Mhm. Genau, das war der, der sich da... Ich verstehe jetzt die eine nicht. Ja, weil das Video nicht länger war. Sagt ihr aber dann nochmal. Was soll die Hetze gegen den Atari? Alter, hab ich da Bock drauf? Das ist gar keine Hetzjagd. Das darf man doch nochmal sagen. Was ist das geil? Oh, geil. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war ein Erlebnis. Den gibt's aber auch nicht mehr, den Knallkopf. Das war eine CD. Jetzt guckt er sich die ganzen Kommentare an, die er dann in den nächsten Folgen auch nicht beantwortet. Das gab's auch, für Family Park gab's auch bei Limited Run. Bei Limited Run ist übrigens ganz interessant, falls ihr die Seite nicht kennt. Das ist ein guter Tipp, das muss ich euch mal zeigen.
Da gibt es also auch Sachen, die es dann wirklich nur kurzzeitig gibt. Ja, deswegen auch Limited Run Games, du Bananenkopf. So, Free and Play Browser, das ist okay. Also, was der Herr hier mal so eben kurz in den Äther rotzt. Limited Run Games hat seinen Namen dadurch gemacht, wie der Name schon sagt, Limited Run Games. Das heißt, für eine gewisse Zeit gibt es dieses Game und dann halt nicht mehr. Das Problem ist, manchmal kriegt man es gar nicht mit, dass irgendwelche Disc-Versionen kommen, wie zum Beispiel, ich weiß, dass es jetzt irgendwann mal eine Version geben soll von Papers, Please als Disc-Version, also als klassische Retail-Fassung, und das Ding muss ich in der Sammlung haben, das Ding ist einfach nur Kult. Aber ich kriege teilweise nicht mit, wann es denn wirklich da ist, und wenn es dann da ist, muss man es eigentlich schon vorbestellt haben, weil sonst ist es eigentlich wieder weg. Und wenn die Dinger dann angekauft werden, weil natürlich Reseller Rolf das jetzt auch erkannt hat, dass man damit Geld verdienen kann, dann werden natürlich da auch mehrere Accounts gebaut und werden natürlich auch mehrere Versionen gemacht, um das dann ganz schnell bei eBay, wenn es dann nicht mehr erhältlich ist, dann kostet dann, was weiß ich, ein Game $20 bis $30 und dann steht es natürlich dann bei eBay mit $50 bis $80 da drin, weil man weiß ja auch, wie Reseller Rolf arbeitet. Also das ist die Geschichte, aber ihr müsst öfter euch die Seite angucken. Da gibt es also ein paar Sachen dabei, das gibt es sicherlich, wenn ihr so Fans von Indie-Games ist das ganz interessant. Jetzt haben sie sich so ein bisschen eingeschossen auf diese Sega-CD-Games, diese Full-Motion-Video-Sachen und so. Ist ganz interessant, muss ich vielleicht mal einzeln mal vorstellen. Nur eben, das Konzept ist ein bisschen doof, dass man nicht schnell genug manchmal Informationen kriegt. Wahrscheinlich soll man auch öfter sich die Seite angucken, aber sagen wir mal ganz ehrlich, da habe ich auch nicht jeden Tag Bock drauf. So, weiter geht's. So, Gott, das kriegen wir alles noch hin. So. So. Die Isabella hatte noch was. Warum war ich nicht so lange da? Also, einerseits muss man dazu sagen, habe ich wirklich alles Mögliche um die Ohren gehabt und ich kam echt nicht dazu. Und die ganze Woche, das muss man sich auch vorstellen, war absolute Scheiße. Und du musst dir vorstellen, ich hatte ja 3 Wochen Urlaub. Glaubst du, ich bin zu irgendetwas gekommen? Doof. Überhaupt nicht. Deswegen muss ich mir das also vornehmen und muss also dementsprechend mir auch paar Sachen. Er soll mal über Zeitmanagement nachdenken. Weil, wie gesagt, das ist einfach ein geiles Hobby und es macht geil Spaß und es macht geil Spaß, mit euch einen Abend zu verbringen. Und das möchte ich einfach auch öfter machen und vor allem, das tut auch gut. So. So, jetzt hat er sich wieder bei deiner Community eingeschleimt. Jetzt weiß er wieder nicht, was er sagen soll. Ende wäre eine Option. Nein. Der nächste Stream wird definitiv nächste Woche irgendwann sein, aber ich kann euch noch nicht den Wochentag geben. Hat er bestimmt nicht gemacht. Ich hätte fast gesagt, wir machen das am Sonntag, aber Sonntag ist aber ein Problem. Da ist Familientag. Also deswegen kann ich nicht sagen, nach dem Motto, ja, war jetzt schön mit dem Essen. Ne, Oma, ne, ist ganz toll und Tantchen und super, ne, mach du mal schön weiter und wenn was ist, ruf mich mal an, also ich bin jetzt live. Das funktioniert nicht. Und warum eigentlich nicht? Weitermachen, dann macht ihr keine Sorgen. Da muss man so, auch mal Prioritäten setzen. Ich lasse euch in die, ich schicke euch jetzt in noch 10 die Sekunden. Bessere Welt. Also die Kommentare kommentieren Aufgabe bin ich jetzt eben kurz. Also YouTube Tüskes. So, den Stream sehen wir jetzt nicht. du wirst die Familie nie im Stream sehen und nie in den Videos. Die findet das unglaublich suspekt und unglaublich, die will mit dem Scheiß nichts zu tun haben und das ist auch gut so. Ich würde da wahrscheinlich auch genauso agieren, wo es dann mit Sicherheit auch total ein Theater geben würde. So, jetzt können wir noch was machen, was ich auf jeden Fall euch noch als Bonus machen wollte. Ich hasse meine Maus im Augenblick. So. Zack, da ist übrigens, habt ihr gesehen, schon Kommentare kommentieren, die sind hochgeladen, sind sie alle schon. Mehr ist auch nicht dazugekommen, ne? Also das sind 5 Kommentare. Die machen wir jetzt eben noch. Dann haben wir die nämlich auch abgearbeitet. Jetzt gucke ich mal gerade. Ich glaube, das kann ich noch ein bisschen hier so schöner machen. So, dann haben wir das auch. So, dann arbeiten wir die mal eben kurz noch ab. Machst du eigentlich nicht? Hä? Jetzt muss man ZF Pro haben. Ob ich nochmal was zu Wrestling mache? Kann ich gern tun, ist aber, muss ich aber auch dazu sagen, hat nachher auch wirklich keinen Schwein mehr interessiert. Ich habe ja sonst diese ganzen Sachen mal ein bisschen durchsimuliert mit den Games und sonstiges und habe da ein bisschen was auch erzählt. Das hat aber wirklich groß und ganzen nirgendwie wieder einen interessiert.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Raw und SmackDown angucke, auch wenn es jetzt aktuell mal ein bisschen qualitativ mal wieder ein bisschen besser sind und die Pay-Per-Views nicht nur einfach kalte Füße geben, es ist schon nicht unbedingt die Hochzeit des Wrestlings. Deswegen kann man schon auf All Elite dann hoffen, dass die ein bisschen was machen. Ich glaube, sind die heute dran oder sind die morgen dran? Ich glaube, UK Takeover ist, glaube ich, heute auch. Das wird wahrscheinlich den Leuten gar nichts sagen, aber da ist alles möglich. Also vielleicht schon, vielleicht können wir auch mal wieder was zu den Games machen. Ich hatte ja nochmal vor, dass wir auf jeden Fall nochmal von unserem heißgeliebten Here Comes the Pain nochmal ein komplettes LP machen und das nicht dann bis dahin abkachelt. Aber bis dahin müsste der PS2-Emulator besser sein. Ja, Sie hörten richtig, der PS2-Emulator. Der müsste eigentlich mittlerweile besser sein und stabiler. Und dann kann man nochmal machen, weil sozusagen ein auf The Rock machen hat schon Spaß gehabt und vielleicht könnt ihr dann auch mal Charakter nehmen. Vielleicht nehme ich mal den Olympic Hero Kurt Angle oder sowas, weil das ist einfach ein Game. Den Story-Mode haben sie, glaube ich, nie besser hingekriegt. Es gab dann noch beim N64 No Mercy, was richtig auch noch gut war, aber der Story-Mode von Here Comes the Pain ist unerreicht. Und 2K Games, ich meine, man sieht es ja mit dem tollen, guckt euch mal den 2K NBA 20 Trailer an mit, weiß nicht, Coming Home oder sowas heißt der irgendwie. Und da seht ihr nur Lootboxen, Spielcasinos und sonst und ein bisschen Basketball. Die Szene hat das vollkommen zerrissen und das ist auch vollkommen richtig, weil wenn man jetzt schon einen Trailer macht, wie geil seine Lootboxen sind, dann weiß man, was das für eine Firma ist. Und das ist eben 2K und 2K macht eben noch Wrestling Games. So, jetzt machen wir eben die letzten 5 Kommentare noch. Also, 20 Windfisch 10. Auf dem Atari zog das Scrolling auch langsam nach, nur eben weich, weil der weiche Scrolling beherrschte. Die Version ist in dieser Hinsicht originalgetreu, das war Teil der Challenge. Naja, aber kennen wir, abgesehen von Bowler Dish, auf dem 8-Bit wahrscheinlich, ne, auf dem Atari 8-Bit. Naja, aber kennen wir Bowler Dish denn nicht nur auf dem C64? Und da ist es besser. Und da gehört es auch hin. So, RIP. Zauber des Mondes. Das Spiel ist mega. Ich suchte es auf dem C64. Ich liebe es einfach nur. Danke für das tolle Video. Vielen Dank. Hero Walkthrough muss auch mal sein. Vor allem, wo ihr gesagt habt, das hat ein Ding an nur 20 Level. So, das ist der, von dem ich sagte, der Currypulver 666. Curry, bei anderen Kanälen ist das gesperrt, hier ist das nicht. LOL, bei 304 auf dem Schreibtisch im Vordergrund, na, seht ihr was? Ja, kann ich sagen, das ist der Max. Das fiel mir tatsächlich gar nicht auf, aber ihm fiel es auf. Und als ich mir das nochmal angeguckt habe, habe ich das tatsächlich gesehen. So, was hat er denn da? Ich mag solche Kommentare. MK1 Super Nintendo, MK2 Super Nintendo, MK3 Super Nintendo, UMK3 Super Nintendo. Das ist dann wahrscheinlich MK Trilogy N64, MK Trilogy PS1, MK4 N64, Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero PS1, Mortal Kombat Special Forces PS1, MK5 Xbox, MK6 Xbox, MK Shaolin Monks Xbox, MK7 Xbox, MK8 PS3, MK9 PS3, MK10 PS4. Ja. MK11 PS4. Kann ich ja auch. Boom. So. Den habe ich mir auch angeguckt im Vorfeld. Ich vermute, damit will er sagen, was er selber in seiner Sammlung hat. Aber nun ja, ne? So, das hier mit Markus Marcelli, mit Broken Link, habe ich vorher angeguckt. Link is still working. Es gibt oben einen Link zum Download dieser Version. Da wirst du dann auf die C64 Database geführt.
und der Link funktioniert. Dass bei ihm das nicht funktioniert, mag vielleicht an anderen Lachen liegen, aber ist mir relativ egal. So, Isabella, das ist schon so lange her, dass ich mich schon gar nicht mehr an den Stream erinnern kann. Hallo? So lange ist das doch gar nicht her. Nur knapp ein Jahr. Nein, stimmt nicht ganz, aber es war schon lang. Es war schon echt lang. So. Jo. Jo, wir haben's. Wir haben's. Das kann ich jetzt drin lassen bei Kommentare kommentieren, dann machen wir das eben noch mit. Was ich morgen vorhabe, und das ist für euch dann gar nicht so uninteressant. Also der Link zu Shopper Command ist oben in der Beschreibung. Also wenn du das Video anguckst, der ist da tatsächlich drin und der funktioniert auch. Was wir morgen machen? Einerseits möchte ich ein bisschen Mega Drive machen, kann aber auch sein, dass wir das vielleicht sinnvollerweise auf Montag verschieben, weil ich einen Steam Key gekriegt habe für einen Plattformer, den wir uns auf jeden Fall angucken sollten. Dann will der High Retro Game God sein The Castle mal sehen, was gar nicht so verkehrt ist. Und was dann noch ganz interessant sein dürfte, ich weiß nicht, ob Isabella da Zeit hat oder nicht, das ist auch egal, du kannst es ja nachgucken. Wenn ihr dazu Bock habt, weil wir müssen das Aladdin-Video gerne neu machen, dank Walt Disney Claim. Wir könnten morgen was machen, was ganz interessant ist. Damit wären wir ein bisschen schneller, als die Konkurrenz es erlaubt. Wir machen, wir greifen der Aladdin und Lion King Remastered Edition vor. Jetzt werden irgendwelche Leute sagen, was erzählt denn jetzt wieder für eine Scheiße? Die Realverfilmung ist da schon raus, darum geht's nicht. Es wird tatsächlich im Oktober, glaube ich, eine Retail-Version geben von einem Remaster, ich glaube für die One, für die PS4 und lustigerweise auch für die Switch, von Aladdin und Lion King Remastered. Und jetzt kommt der Lacher. Von Aladdin allerdings nicht die Super Nintendo-Fassung, da wird sich Nintendo sehr freuen, sondern die Mega Drive-Fassung, die Game Boy-Fassung und die Game Boy Color-Fassung, die ich, glaube ich, noch selber gar nicht kenne. Ich wusste gar nicht, dass es Aladdin auf dem Game Boy Color gab, dass da auch nochmal eine Abschweifung war, aber gibt es tatsächlich. Und von Lion King die Super Nintendo-Fassung, die Mega Drive-Fassung und die Game Boy-Fassung. Das sind 6 Teile und eigentlich könnte man da ein wunderbares, schönes Mini-Special rausmachen. Damit sind wir schnell fertig und das ist eine Sache von einer Stunde. Und dann denke ich mal, wir machen das. Oder was meint ihr dazu? Jetzt mache ich jetzt einfach einen spannenden Cut. Für die Leute auf YouTube kommt jetzt ein Cut und die auf Twitch kennen die Antwort. Schreiben Sie jetzt in die Kommentare, was denken Sie? Was haben 100 Leute geantwortet? Und ich lese es mir vielleicht durch. Mal gucken.